Ganz hinten. Es wartet immer alles auf einen. Steht auf dem Zettel. Last Supper. Last Supper. Last Supper. Das ist nicht Domus Dai, das ist Nacke Dai. Das ist die. Also warum nennt es eigentlich Nacke Dai, die Domus Dai da? Domus Dai? Wurde. Hat da die Kirche den Domus drauf, den Kondom draufgezogen? Domus Dei, verhüllte sich wahrscheinlich. Gottes Pariser. Jede Kirche ist ein göttlicher Pariser. Da darf auch kein anderer rein. Die Welt muss draußen bleiben. Wird nur gut, ein Refugee. Also was war das Thema? Wenn du zu mir kommst, musst du nackt sein. Wenn du bei mir kommst, sei besser nackt. Wer zu mir kommt, bei mir kommt, dann selber schuld. Oder was? Wer zu mir kommt, muss nackt sein. Ausdruck zeigen. Sehr schön. Ja, man kommt nur nackt ins Paradies. Oder kannst du Eva angezogen vorstellen? Und Adam. Ist eigentlich der Adamsapfel da, wo er angefangen hat zu sprechen? Da hüpfte er. Er hat sich jetzt veräppelt. Als er sprach, es werde Licht. Scheiße war es, es brannte nicht. Das war doch der Abschluss, oder was? Das Letzte vom Letzten. Machen wir heute das Letzte vom Letzten. Wo wir Deutsch zusammensprechen. Ja, hat einer da habe ich schon so oft gebraucht, das Ding, da müssen wir gar nicht mehr drüber reden. Ne? Also für mich ist es neu, das Thema. Ja? Ja. Also ich habe aber unendlich schon, also mehrmals. Also. Kommt mir jedenfalls heute alles so neu vor. Ja? Was liegt es an heute? Das ist ein alter Bibel, also Jesus-Spruch. Ja, das. Das ist der neue Test. Also nicht das alte Testament, sondern das neue Test, der neue Test. Früher mussten sie sich anziehen, wenn sie kommen, und Testosteron. Neun, dann muss man nackt sein. Testosteron, Toblerone. Nein, kennst doch den Spruch in der Bibel. Mhm. Ja, was denkst du, was der damit gemeint hat, der? So. Ich brauche nicht Zustände. Jedenfalls, genauso wie Maria erkannt hatte, dass es nicht ihr Sohn ist und sie niemals geboren hat, so ähnlich komme ich denn. So stelle ich mir das vor. Nacktheit ist ja auch ein anderes Ding für Armut oder für. Mhm. Also nackt jeder, bar jeder. Empfindung oder Konzept von was du bist oder nicht. Das ist also
Also da kann ich noch nicht kommen. Ja, aber es geht halt eben kein Besitzer durch das Nadelöhr, durch dieses letzte. Ich weiß. Also keiner kommt durch den Vater. Ja, denn durch mich. Ja. Oder wer zu mir kommen will, muss durch den Vater kommen. Und der Vater ist der jüngste Richter. Das jüngste Gericht, der jüngste Richter, da kommt keiner durch. Also, was machen wir? Ich trage kommt noch eine Weile Badeanzüge. Badeanzüge? Hallo. Was ich ganz mag. Keine Ahnung, es gibt ja nichts zu tun. Irgendwas. Es gibt nichts zu tun. Ja. Mal da oben ist auch, guck mal, stimmt. Ja, alles frei. Alles frei. Da hinten kannst du auch sitzen. Ja, ist gut. Ganz gut. Ja, jetzt mal gucken. Ja. Tja. Komm, wie du bist, das heißt es eigentlich. Und nicht als was du denkst zu sein. Mhm. Komm, wie du bist. Komm als das, was du, ja, komm wie du bist, also komm als das, was du bist, weil als das, was du denkst zu sein, lässt dich keiner rein. Und dann fragt natürlich jeder, wie mache ich das, was ich bin, wie ich bin. Wie wage ich mich zu stellen, die Frage? Ja, aber das wäre dann der nächste. Soll ich das mal fragen? Das war ja im Angebot. Also wie mache ich das? Ja. Wie werde ich nackt? Obgleich du ja schon tagelang darüber sprichst. Ja, das ist mein Schicksal. Und dann doch als letzten Abend, in den letzten 5 Minuten, kommt wieder genau die... Ja. Als wenn nichts gewesen wäre. Und ich lebe es. Wieder nichts passiert. Hm. Gut, dass wir darüber geredet haben, aber gut, dass auch nichts gebracht hat. Herrlich. Naja, zumindest versucht man dann ein Striptease zu veranstalten seiner Konzepte. Also man versucht alles loszulassen, was man loslassen kann. Und dann kommt man an irgendeinen Punkt, wo man zum Loslasser kommt. Wer kann den Loslasser loslassen? Kann der Loslasser sich selbst loslassen? Oder ist der Nackte nicht auch noch ein Konzept? Also kann, auch wenn es nur ein Nackten, der übrig bleibt, der ganz nackt ist, ist nicht einer zu viel, der nackt ist. Dann gibt es also halt immer noch einen, der denkt, er wäre nackt. Es wäre der Nackte. Er wäre die nackte Existenz. Und dann gibt es halt den immer noch so viel, der denkt, er wäre das. Der kommt auch nicht rein. Also wieder umsonst. Hast dich so angestrengt. Hast zu jeder Flöte getanzt. Stück für Stück abgelegt. Alle Schleier hast du fallen lassen. Den Schleiertanz des Sands hast du vollzogen. Jetzt tanzt er ganz nackt und es bringt immer noch nichts. Weil du hast ja alle weg, du hast ja nichts mehr. Aber nichts ist immer noch zu viel. Stell dir vor. Scheiße. Was mache ich da als nächstes? Ziehst du dich wieder an, oder? Lutsch mich. Lutsch mich. Vor der Verzweiflung ziehe ich mich lieber wieder an, weil es wird kalt. Man ist ja so einsam da hinten, ganz nackt. Alle sind angezogen, alle haben ihr kleines Konzept, ihr alltägliches Ding da am Laufen und ich bin ganz nackt da hinten. Muss das sein, wenn es eh nichts bringt? Auch nackt wollte er mich nicht. Ha. Wie kann ich ihn noch reizen? Wie kann ich Gott dazu bringen, dass er mich aufnimmt? Da, wo dann niemals Gott sein kann. Könnte es wirklich einen Petrus geben, der da oben wartet hinter der Tür und dir die Tür aufmacht und dich willkommen heißt? Fragen über Fragen. Und wie viel muss ich wiegen, damit ich als Feder durchgehe? Oh je. Ja. Ja, und das heißt dann immer, gewogen und für zu schwer empfunden. Für zu leicht. Nee, für schwer. Zu schwer ist da. Das ist genau das Gegenteil. Zu gewogen ja, aber und das ist genau. Leicht gefunden. Ah, du bist doch ein bayerischer Schwatzmund hier. Ja. Also neue Runde. Aber nicht da ist sogar die Feder noch zu schwer da oben.
Also solange es noch etwas geben kann, was man wiegen kann, ist es auch, wenn er gar nichts wiegt, zu schwer. Heb ab und gleich wieder drauflegen. Also neue Runde. Bloß nicht wieder anziehen. Wer sagt das? Ich dachte, nicht wieder schwerer werden. Ja, aber dann bist du schon so leicht oder kannst wirklich nichts mehr verlieren, aber es bringt auch nichts. Dann ziehst du auch besser wieder an, weil es ja ein bisschen... Warum auch nicht? Wenn es eh nichts bringt. Dann hast du wieder Angst, dass du angezogen dich wieder ausziehen musst, Verdi. Ja, oder dass es wieder von vorne. Ja, ich kann hier sitzen, ich verspreche ja ständig, es geht immer wieder los. Das ist mit diesem Ring, das ist ja auch vollkommen demoralisierend. Ja. Dieses Beispiel, das ist immer. Dass wir das immer wieder von neuem gehen, diese Runde. Ja. Da mache ich gar nicht dran denken. Da machst du nicht dran denken. Ich bin nein, ich dachte denn. Kommen mal andere Schichten, oder die ein bisschen einfacher sind. Nicht andere wieder Schichten. Was mit Leid und all sowas. Leid und sowas. Mit Leid und sowas. Das leidvolle Leben und, oh nee. Und dann, wenn ich dann denke, dass ich meinen Muschelring abgebe und dann das nächste Mal wieder einen neuen, das finde ich demoralisierend. Ja. Hoffnungslos. Aber du kriegst immer wieder einen neuen. Gut, den gibt es in Ambrot. Und das Ding wird nie voll. Aber das ist schon in den Morgenstunden. Wenn ich meine Muscheln abgebe. Ja. Ich hab die aus. Die Ohrmuscheln, ne? Also im Moment finde ich das jedenfalls eher noch Hoffnung. Demoralisieren. Es könnte auch. Der Soldat hat keine Lust mehr. Ja. Ja. Dafür sind wir hier. Der General sagt, will die Soldaten nach Hause schicken, aber der soll einfach weiterkämpfen. Was macht der General? Sagt, ihr könnt eh nicht gewinnen. Geht mal lieber nach Hause und kauft euer Süppchen und bindet ein Kamel fest, weil, was immer. Also, was macht der General? Geht selber nach Hause, schlacht ist vorbei, alle sind tot und hat immer noch nichts geholfen. Du hast alle Konzepte erlegt. Du hast sogar den Jagdschein dann. Total durcheinander. Absolut durcheinander. Du hast sogar Gottes Willen als Zwangsjacke jetzt. Du kannst nichts machen, ich bin der Nicht-Tuer, alles ist Gottes Wille. Hilft auch nichts. Hilft auch nichts. Den Ring bin ich auch los. Also was mache ich denn da noch? Ja. Keine Ahnung, kommen wir zum nächsten. Was hast du noch eine Idee? Kommt bestimmt noch irgendwas. Wo du denkst, das könnte noch. Ja, wenn ich noch denken kann, da an der Stelle, wo ich schon nackt bin und so weiter, dann habe ich wahrscheinlich doch noch ein Konzept. Dann hast du noch ein zu viel, ja. Ja. Nämlich, dass es da einen Nackten gibt. Ja. Das ist die Wurzel von ich, die dann auch ganz nackt immer wieder sich was anzieht. Das ist so ein Aufhänger. Der hängt, nur weil er da ist, hängt er sich an was auf. Keine Chance. Also auch der Nackte ist noch einer zu viel. Mhm. Oder dieser Jani oder Nackte oder was, der alles verstanden hat, der die Lehre der Lehrer erfahren hat, alles das, ist alles immer einer zu viel. Und dann steht in Upanishaden da, solange es ein Jani gibt, hat der Jani noch was zu lernen oder ist noch ein Jani zu viel? Mhm. Weil das, was ein Jani ist, kennt kein Jani. Gut. Und auch keine Nacktheit. Aber das ist die Nacktheit der Existenz, die gar keine Nacktheit kennt. Wo es möglicherweise gar keinen gibt, der nackt sein braucht oder sein könnte, um zu sein, was er ist. Also das ist die absolute Nacktheit, die gar nicht nackt sein muss, um die Nacktheit zu sein. Weil Nacktheit bedeutet eigentlich ohne Zweites sein. Also wo nichts, kein Umstand da ist, in dem du sein könntest. Von etwas einem oder zweitem. Das ist Nacktheit. Armut des Geistes. Wo gar kein Geist mehr ist, der sich kennt. Wo du das bist, was weder weiß noch nicht weiß, was es ist. Ob nackt oder nicht nackt. Gibt gar keinen, der es wissen könnte. Der überhaupt eine Idee hat von Nacktheit. Oder Angezogenheit. Ja, und dann kommen die großen Sprüche wieder, das erfährst du jede Nacht im Tief-Tief-Schlaf und da bist du eh, was du bist, in einer absoluten Nacktheit, weil da gibt es weder einen Nackten noch einen Angezogenen. Also,
Und dafür brauchst du nichts tun. Das ist deine Natur, die in sich nichts braucht, um das zu sein. Also sei, komm, wie du bist, heißt einfach, ob du nackt oder angezogen bist, es kümmert keinen. Sei einfach das, was du bist. Und das, was du bist, ist absolutes Sein, was nie mehr oder weniger sein kann, im Angezogensein oder im Nacktsein. Und das bist du halt nie. So. Also wenn Jesus sagt, wenn ihr zu mir kommen wollt, müsst ihr nackt sein, dann hat er es vor seiner wieder Auferstehung gesagt, weil da war ja noch Jesus, das Ich Bin. Zum Ich Bin kommst du dann durch diese Nacktheit. Also wo keine Zeit ist, wo alle Konzepte weg sind, dann bist du in diesem Konzeptlosen. Dann kommst du in das sogenannte Paradies von Adam und Eva, in dieses Einheitsparadies. Das ist möglich. Das hat auch damit gemeint. Also das Paradies ist Adam, der erste individuelle Seele, und Eva, dieser raumgleiche Geist. Das ist dann mein Paradies, das unausgesprochene Ich Bin. Zeitlos. Unendlich. Aber aus dem Unendlichen kommt immer was Endliches. Das schöpft immer das Endliche. Also unendlich und endlich. Diese beiden kausalen Zusammenhänge. Weil es gibt nur etwas Unendliches, weil es auch was Endliches gibt. Und das wird immer wieder dann teilweise in sich Bin zurücktreten, in diesen himmlischen Zustand von Nichtzweiheit. Und dann wieder zu raustreten in das sogenannte Erfahrung von Zweiheit. Also diese beiden Grunderfahrungen von unpersönlich und persönlich sind nun mal zwei Varianten, die kausal zusammenhalten. Weil es gibt nur das Unpersönliche, weil es was Persönliches gibt und umgekehrt. Und weil es einen gibt, der sich einmal unpersönlich und einmal persönlich erfahren könnte. Also Gott als einen Erfahrenen, der sich unpersönlich und persönlich erfährt. Und das Ich Bin ist ein unpersönliches Ich Bin, wo dann eine Nacktheit wäre. Nämlich eine Abwesenheit von einem Konzept, was du bist. Also keine Zeit, kein Raum, kein irgendetwas, dieses unausgesprochene Dasein. Und da kannst du hinkommen, das nennt man noch einmal Erwachwerden von einem Menschsein, von Konzeptsein zu einem Dasein, so eine Seinshaftigkeit, Istheit. Das wäre dann das unausgesprochene Ich Bin. Aber alles, was da reinkommt und das erfährt, braucht wieder einen, der das erfährt. Der erfährt sich dann im Unpersönlichen und nimmt natürlich, das ist besser als das Persönliche. Und der diskriminierende Geist, der das Diskriminierte, der das Unpersönliche als Vorteil sieht und das, nicht, und das Persönliche als Nachteil, ist schon wieder ein Nachteil, weil er nur dann in diesem Ich Bin sein kann, was er ist. Und damit schon wieder bedingt ist. Also, worüber reden wir jetzt hier annähernd? Über den absoluten Vorteil, nämlich das zu sein, was keinen Vorteil braucht. Aber der unpersönlich sich eben als Heiliger empfindet, hat natürlich den absoluten Nachteil, dass er sich nur als Heiliger leidfrei ist. Also leidfrei, leidvoll. Das Ping-Pong geht immer hin und her. Das hört nie auf. Für den nicht. Nee. Aber das ist nun mal die ultimative Medizin für das ganze Leiddrama ist. Finde erstmal den Leider. Das ist der Einzige, der überhaupt, was auch immer, leiden könnte oder nicht leiden könnte und der irgendeinen Vor- oder Nachteil haben könnte, der hier, diese erste Wurzelidee von Ich, die reinste Empfindung Ich, was, leiden oder nicht leiden, das ist Shakespeare, da wo einer ein Bart haben könnte und ihn noch schütteln kann oder geschütteltes Bier für neu verkauft, Shakespeare, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage, das kommt nur aus dem hier, ja. Und er wird immer wieder fragen, bin ich oder bin ich nicht? Oder bin ich nicht? Der wechselhafte Geist. So. Also, was ist die ultimative Medizin? Im Nichtfinden eines, nämlich dessen, was du bist, weder im Persönlichen, noch im Unpersönlichen, noch in dem Finder, noch in dem Erfahrenen findest du dich, weil wenn der eine Realität hätte, müsste er ununterbrochen sein. Wo ist er im Tief-Tief-Lauf? Keiner weiß es. Und keinen kümmert es. Bloß jeden Morgen, wenn das Ding wach wird, kümmert es einen, ob es da einen Kümmerer gibt oder nicht. Und wer kümmert sich um den Kümmerer? Nur der Kümmerer. Also wer ist nur in der Liebe verfangen? Nur der Liebhaber, in der Verliebtheit zu sich selbst, spinnt er sich sein eigenes liebhaftes Netzwerk von. Wie kann ich den Liebhaber finden? Nur weil dieser Leider aufwacht, und das ist nun mal, wacht er nun mal auf, der Leider. Wo Leider ist, ist auch Leid. Wo relative Existenz ist, auch relative, oder das, was man Leid nennt.
Weil jede Art von Zweiheit oder auch Einheit in sich Leid ist. Also Glück und Unglück kommt mit dem. Also wie kannst du dann nun mal, oder dann sehnst du dich ja nach Glückseligkeit, nicht nach einem bedingten Glück. Wie komme ich dahin? Wo nichts, wo keiner sein kann. Also auch Jesus hat gesponnen. Aber als er Christus wurde, da ist er ja wiedergekommen von den Toten, von der Totalität. Und dann haben sie das Thomas-Evangelium geschrieben, das Ganze. Und da hat er wahrscheinlich alles widerrufen, bloß natürlich die anderen haben das nicht geglaubt. Jesus, ich bin der Lehrer. Und aus dem Lehrer wurde der Wiedergeborene, der vierte Zustand, der Christus. Als absolutes Gewahrsein wach wird, als absolutes Bewusstsein und absolute Welt. Ich bin das, ich bin. Wer sagt das dann? Ich hoffe, dass du das weißt. Also aus dem, was ich sage, das, was das ist, was Brahman oder dieses absolute Sein ist, hat nie was gesagt. Das würde auch weder sagen, ich bin oder ich bin nicht. Das ist einfach nur übers schöne Schweigen im Walde. Es hat nie angefangen, sich zu definieren. Und es wird auch nie deshalb aufhören, sich zu definieren. Und ob in diesem sogenannten Traum dann ein Definierer auftaucht, der dann alles Mögliche versucht, sich zu definieren, das macht das nicht mehr oder weniger, als es ist. Und das Schöne an dem ist, es kennt das noch niemals. Weder sich selbst noch etwas anderes. Also, und da ist Frieden, der keinen Frieden kennt. Und da ist Selbst, was keinen Selbst kennt. Und da ist Gott, der keinen Gott kennt. Also Gott in seiner Natur, in seiner absoluten Unkenntnis, ob er ist oder nicht ist. Und es gar keinen Gott gibt, den es interessieren könnte, ob er ist oder nicht ist. Das wäre deine Buddha-Natur oder die Natur Gottes. Aber da, wo Gott kennt, gibt es halt schon zwei Götter. Und das ist immer leidvoll. Oh Gott, oh Gott. Halleluja. Also es gibt nichts, was zu tun wäre. So doch, kannst alles tun. Alles. Das ist ja das Schöne, du kannst machen, was du nicht willst, und es macht nichts. Mach doch einfach, was du nicht willst, und es macht nichts. Hört sich doch gut an. Aber das ist das, was ich hier möglicherweise, diese Präsenz von Irrelevanz von Sprache, die keinem hilft. Und ich präsentiere immer nur das absolute Geschenk, das du dir alles schenken kannst, weil was immer du erfährst, kann dich nicht mehr oder weniger machen, als du bist. Und das ist die einzige Qualität von Sein, die durch nichts seinen Nutzen hat, oder auch durch nichts Nutzen hat. Es braucht keinen Nutzen, es gibt absolut keine Notwendigkeit für das, was es wert ist zu sein, damit sich irgendetwas ändert, in irgendetwas. Und das, was die Notwendigkeit eines Ändern hat, ist ein relatives Phantom, was immer den Wunsch hat nach Änderung und immer Glückwunsch. Es wird nie das erreichen, nämlich das, was es ist. Und Gott sei Dank ist das nicht erreichbar, was du bist in deiner Natur, sonst wäre es ja ein relatives Objekt von Erreichbarkeit. Und allein die Idee, dass du erreichbar bist, ist die Hölle. Und du solltest himmelhoch jauzen in der glückseligen Botschaft, dass das, was du bist, durch nichts, was du tust oder nicht tust, erreicht werden könnte. Weder nackt noch angezogen wirst du das erreichen, was du hier und jetzt schon bist. Pam. So, auch dieser Spruch ist mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wer zu mir kommen will, muss nackt sein. Ha, 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 ha. So nackt kann keiner sein. Alles verstanden? Karl, was ist denn am Ende unseres irdischen Lebens oder körperlichen Lebens? Wie soll ich das sagen? Wieder nichts, weil im Moment gibt es ja auch keinen, der hier ein Leben hat. Ach so, ja. Wie sollte dann das enden, was er gar nicht hat? Ja. Also dieses, was wir Tod nennen, körperlichen Tod. Ja, was ist damit? Ist doch jetzt schon da. Ob der, das, was jetzt tot ist, dann noch mehr stirbt, gibt es noch mehr als Tod. Tod ist tot. Mehr Tod geht nicht. Du bist jetzt schon, der Körper ist jetzt schon tot. Wo ist denn da Leben?
in irgendeine Information fetzen, und alle 7 Jahre fetzen sich die Information genetisch um die Ohren. Was lebt denn hier überhaupt? Naja, das Herz schlägt. Was schlägt denn da? Irgendein Muskel. Ja, dann bist du mal geschlagen, ne? Mein Herz schlägt noch, darum fühle ich mich so erschlagen. Ein Muskel schlägt, wo soll ein Muskel schlagen? Da ist Energie, die sich als Herz irgendetwas... Aber da ist doch nur Energie, wie soll die sterben? Und das, was dieser Körper in seiner Essenz ist als Energie, das ist nie geboren, als der Körper entstanden ist. Und es wird doch nicht sterben, wenn der Körper sich transformiert in etwas anderes. Was soll denn da gehen? Ist doch gar nichts gekommen. Das Einzige, was dich stört, ist, dass dein scheinbarer Körper ist. Und dein kleiner Besitz dann aufgeben solltest, möglicherweise. Oh, mein schöner Körper, was mache ich denn ohne den Körper? Nicht arm, dann bist du jetzt schon traurig drüber, dass du das super Ding mal wieder loswerden musst. Das kann man nicht mehr sagen. Aber. Naja, aber das war mal so. Und dann wird es auch noch, dann wirst du traurig, dass du, oder du wirst es so schnell wie möglich loswerden. Ist ja noch schlimmer. Dann denkst du, was will ich mit dem Scheiß noch? Baracke. Ich dachte, ich hätte einen Palast gebucht. Jetzt habe ich nur eine Baracke. Scheiße. Dumm gelaufen. Auch mit Aerobik schaffe ich aus der Baracke keinen Palast. Aber wie kann die Energie tot sein? Das verstehe ich nicht. Habe ich doch gesagt, die Energie ist nicht tot, aber der Körper ist tot. Ja, der Körper ist doch Energie. Quatsch, der Körper ist eine Form, das ist doch keine Energie. Form von Energie. Ach, du spinnst doch, spinn doch nicht rum. Form von Energie. Habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das, was der Körper ist, ist Energie und die ist nie geboren oder nicht sterben. Die Form ist geboren und wird auch sterben. Dann ist sie jetzt schon tot. Ach so. Entschuldigung, dass ich gefragt habe. Hab ich gesagt hier. Wirf mir vor, dass ich das gesagt habe, weil sie gar nicht verstanden hat, was ich gesagt habe. Ich habe sie auch nicht verstanden. Warum sagst du nicht jetzt gesagt? Ich habe gedacht. Du hast gedacht. Denkst du wieder. Christa wieder. Egal, welche Christa hier was sagt. Klapstüten Unlimited. Mal gut, dass ich so lieb bin, sagt sie. Dass ich dich so lieb habe, habe ich gesagt. Ach, das noch. Das ist noch schlimmer. Das ist noch schlimmer. Was du sagst. Das ist das Letzte, was ich hören wollte. Das weiß ich. Warum sagst du das? Da strahlen sie wieder über alle 4 Backen. Naja, zurück zum Geschäft. Du solltest vielleicht, es gibt da bei den Buddhisten so Pergamente, die eben vorne drauf eben so 2 Liebhaber, wenn du so einen bestimmten Licht siehst, siehst du die Liebhaber, die ein neues Kind gebären, und ein bisschen umgedreht, dann siehst du 2 Skelette, die ein Skelett erzeugen. Ja, das ist genau das, was passiert. Und auch die Idee, dass du Mutter von einem Kind bist, oder Kind von einer Mutter, was ist das? Konzept von irgendeiner Idee von Tralala. Da denkt sich eine Mutter, sie könnte ein Kind gebären. Was für eine schöne Idee, ne? Fühlt sich dann wie Gott, dass sie etwas geschaffen hat. Da kam einen Samen in sie rein und dann schuf sie das Baby und dann war es ihrs. Boah, hat eine Idee, eine Idee. Hilfe. Aber es sind ja alle so. Ich bin ja nicht alleine so dumm. Die ganze Menschheit denkt ja so. Es muss doch irgendwas dran sein. Massen haben Recht. Massenhaft Recht. Ja. Man müsste eigentlich scheiße der größte Guru sein, weil so viele Fliegen können sich nicht irren. Ne? Scheiße ist Wahrheit. Weil alle jede Fliege steht drauf. Und es gibt bestimmt mehr Fliegen als Menschen. Und irrt sich jetzt die Fliege oder der Mensch? Der Mensch. So weit bin ich schon mal. Obgleich ich bestimmt schon 200 Kinder mit zur Welt gebracht habe. Boah. Da kommt wirklich was raus da unten. Bist du ein Midwife? Ja. Und auch ein paar, also viele begleitet habe beim Sterben.
Und diese, so eine komische Energie, ich weiß nicht, das ist nicht zu beschreiben, bleibt denn da? Das stimmt. Und trotzdem hätte ich jetzt, das sage ich aber nicht mehr, das sage ich jetzt so, nur so in Klammern. Ja. Da ist schon so ein Kind, kommt da unten raus und auf, beim Sterben hört da das Herz das, oder sowas aufzuschlagen. Ja, da wird die Pumpe angestellt und dann wird sie abgestellt. Und dann wird der gewaschen und ein Zettel an den Fuß gemacht. Ja, Pumpe kaputt. Ja, den Namen noch, weil er ja nicht mehr seinen Namen sagt. Ja, aber da hieß die Pumpe Egon. Ja. Pumpe Egon, jetzt kaputt. Ja. Und dann wird er in den Keller geschoben. Ja. Kaputte Pumpe kommt in den Keller. Ja. Gut, also. Aber ich gebe. Das ist auch nur, das nennen wir doch ein, ein gepumptes Leben. Was ist das? Alles geborgen, alles gepumpt. Pumpe ich mir mal ein Leben. Ja. Mache so einen Ballon groß. Buff, buff, buff. Auf der einen Seite kämpft man, dass manche Kinder atmen. Einige wollen gar nicht so. Ja, und dann steht in der Bibel sogar, die, die Gott liebt, die nimmt er sofort bei der Geburt zurück. Ach ja. Ja, steht drin in der Bibel. Das stimmt. Ja, kommt aber direkt in den Himmel. Aber wir sind dann ganz schön erschlagen gewesen. Ja, aber ich sag nur, ich wundere mich eigentlich, dass nicht jede Mutter aus lauter Liebe ihr Kind umbringt. Wenn es nach der Bibel geht. Das wird ja öfter. Was? Passiert ja jetzt öfter. Ja, aber ich sage nur, das ist ja, wenn man die Bibel liest, wenn man die Bibel liest, könnte man auf dumme Ideen kommen. Ja. Du hast recht. Ja? Das steht in der Bibel. Aber ganz klar. Dass die Kinder, die sofort bei der Geburt sterben, nimmt Gott sofort den Himmel. Die brauchen nicht mehr. Ganz esoterische Bibelinterpretationen. Super Sachen, schlagt einen Pharisäer die Köpfe ab, aber nimmt die Frauen, ja, die könnt ihr noch gebrauchen. Genau, steht auch in der Bibel. Super, super Buch. Ja, wie führe ich Schlachten? Ja. Wie schlachte ich Kinder, damit keins übrig bleibt, der es mir gefährlich werden könnte? Herodes. Oder irgendetwas, die Bibel ist voller Überraschungen. Die wird immer wieder auch verfilmt in Hollywood, merkst du das nicht? Die haben ja sonst keine Ideen. Immer wieder zu Weihnachten sieht es ganz deutlich dann, wenn Matthäus zum 150. Mal auftritt. Matthäus zum letzten. Nein, das ist aber eine alte Sache. Das ist also eine Beruhigung von Jesus, von einer Mutter, die ihr Kind verloren hatte. Und dann sei froh, dass es hat Gott sofort wieder zu sich genommen. Du weißt nicht zufällig genau, wo das steht, oder? Ach, bist du verrückt. In dem Apostel Tralala, 5. Absatz, 3. Artikel oder so. Ne? Also ungefähr, das denke ich mir ungefähr. Ungefähr, ich weiß nur, wo steht, Gott kennt sich in seiner absoluten Nichtkenntnis in Upanishad, 131, 3. Absatz 5. Kannst du auch nachgucken. Und allein, weil du es aufmachst, hast du schon was von. Steht da. Ja, ich will nicht das ganze Ding lesen. Ich wollte jetzt nur... Aber warum nicht? Einige Stellen. Ich mache öfter mal so, ich sage dann, in der Diamant-Sutra steht... Ich kann ja morgen mal fragen, ich sag's dir dann nicht. Ja, aber die wissen auch nicht alles. Ach, hör auf, die haben doch die ganze Testament auswendig. Aber nicht das alte Testament. Auch. Boah, das sind ja Mönche. Mönch. Ich habe schon viele dazu gekriegt, das Diamant-Sutra zu lesen, weil ich was gesagt habe, was sie da nicht gefunden haben. Wahnsinn, der Böse. Dann haben sie es nochmal gelesen und hinterher waren sie dankbar, dass ich ihnen durch eine falsche Aussage dazu gebracht habe, was zu lesen. Weil mich interessiert es nicht, ob es da drin steht oder nicht. Ich sage was und dann sage ich, da steht's. Ob das dann stimmt oder nicht, ist mir geht mir echt am Ding vorbei. Da bin ich pflegeleicht. Naja. Also nochmal. Was ist mit den Kindern? Die Kinderlein kommen doch ein. Ja, da wird nichts geboren. Obgleich ich darüber immer noch Protokoll schreiben muss. Ja, Totenschein. Ja,
Sobald du die Geburtsurkunde ausfüllst, hast du schon einen Totenschein in der Hand. Oh je. Ja, das gehört zusammen, weil da, wo es geboren ist, ist es ja, schon tot, weil die Zukunft des Geborenen ist tot. Das können wir jetzt gleich beilegen. Ja, man kann gleich, das ist eigentlich ein Schein. Kann man die Arbeit sparen. Dazwischen ist eigentlich nur wandelnder Grabstein. Ja, Sterbebegleitung. Oh Mann, und das, wo gerade in Deutschland mehr Kinder geboren werden sollen und so weiter. Ja, jetzt erst recht. Ja. Wenn es eh nichts ausmacht, dann kann man ja wieder. Das braucht man sich so richtig nehmen. Sondern aber richtig ran mal an den Feind. Ja. Ja. Was sagt man der Hebamme? Wenn sie Bammel kriegt, die Hebamme. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Ich habe nichts rausgehoben. Mhm. Geburtshelfer ist eigentlich tot. Naja. Sind wir mal lieber. Nee, es ist halt normal. Es könnte einem schon schlecht werden, wenn man dran denkt, wie schlimm das Leben ist, weil das Leben ist wirklich wie eine in englischen Bitch. Sobald du nämlich auf die Welt kommst, hast du lebenslänglich und als letztes die Todesstrafe. Also die Bestrafung folgt sofort. Sobald du etwas Geborenes bist, hast du sofort Scheiße am Dampfen. Also es heiß. Also sofort lebenslänglich in dieser Zelle, hier Zelle. Und wenn Ramana sagt, ja, warum zitterst du immer so, ja, was macht ein Elefant in der Hütte? Und schüttelt er die Hütte. Weil irgendetwas ist zu eng immer. Und du wirst immer ausbrechen. Irgendwas stimmt immer nicht. Und dann denkst du, das kann es nicht sein. Es ist alles zu eng hier. Und wenn dann die Kundalini noch in Gang kommt und du bist dann noch nicht im Ding, dann schüttelst du noch mehr. Weil dann ist es aus jeder Pore strömen. Und der Geist will aus diesem Ding raus. Ist ja furchtbar hier. Was mache ich mit dem Ding? Ständig hindert es mich am durchs All jagen. Hm? Gibt es denn einen Sinn davon? Du hast es wahrscheinlich schon mal zu mir gesagt. Aber von was? Warum ist das denn so? Wo? Wer dir sagt, der wüsste es, weiß es bestimmt nicht. Aber du weißt es. Auch nicht. Auch nicht. Ich brauche nicht wissen, warum irgendwas nicht ist. Aha. Warum sollte ich wissen müssen, warum etwas nicht ist? Gut, dann brauche ich das auch nicht. Jo. Ja, das ist gut. Man könnte wieder ein Konzept draus machen, dass die absolute Wirklichkeit sich absolut verwirklichen will und jedes Kind muss geboren werden, sonst gäbe es die Wirklichkeit gar nicht. Weil jedes Kind ein absoluter Aspekt der Wirklichkeit ist. Weil so ein Sandkorn im Universum, und wenn du das eine Sandkorn nehmen könntest, dann gäbe es das ganze Universum nicht. Und das ganze Sein nicht, oder Dao. Es gibt also nur das Dao in seiner Absolutheit und Gesamtheit in allen seinen Aspekten. Und genauso absolut wie seine Natur ist auch seine Verwirklichung. Und damit ist jedes Kind ein absoluter Aspekt von Gott. Aber nichts Verschiedenes. Also die Essenz von jedem Baby ist Gott. Aber das, was Gott ist, dem passiert dabei nichts. Und wenn du das realisierst, was du bist, bist du das, was eben Gott ist, aber kennst keinen Gott. Und du erkennst in dem Baby das, was du bist. Weil es gibt nur das, was du bist. Und dem wird nie etwas passieren. Und das ist die absolute Freiheit von Angst. Weil das Baby ist seiner Natur absolutes Bewusstsein, wie du absolutes Bewusstsein bist, und beiden ist nie etwas passiert. Und das ist eben. Aber was passiert? Da ist natürlich ein Ängstlicher, der sich dann wird natürlich Angst übermittelt, ständig. Weil in der Gemeinschaft von Blinden wird Blindheit übermittelt. In der Gemeinschaft von Ängstlichen Angst. Es wird also erzogen, es wird trainiert, es wird gerüstet, weil Krieg ist. Da gibt es einen Krieger, der das Kind zum Krieg rüstet. Rüstzeug fürs Leben mitgibt. Für den Kindergarten schon. Es ist Krieg. Pass auf dein Schulbrot auf, dass es dir wieder keiner wegnimmt. Weil du sollst groß und stark. Mich interessieren die anderen nicht. Ich interessiere mich für dich. Mit meiner Mutterliebe. Wunderbar. Und genauso soll es so sein. Damit es so ist, wie es ist. Also, es ist weder was richtig dran, noch was verkehrt. Es ist genau, wie es zu sein hat. Und du kannst genauso noch jedes Baby rausholen und wieder hoch im Geburtsschein und nichts muss davon, und ob du dann sogar erkennst, es kommt nichts,
freu dich darüber, dass nichts kommt. Und dem, was da gekommen ist, nichts passieren kann. Weil schon beim Geboren ist eine Erfahrung von Geburt, aber das, was die Erfahrung hat, wurde das Geboren werden nicht geboren. Und die nächste extreme Erfahrung würde der Tod sein, und bei diesem, was auch immer, extremen Todeserfahrung wird keiner sterben. Und dazwischen gibt es auch nur viel unendliche Erfahrung von diesem Körper, mit diesem Körper, aber dabei ist dem, was das alles erfährt, nichts passiert. Also das, was Wahrheit ist in seiner Wahrnehmung, unbedingt an die Art und Weise, wie es sich wahrnimmt, ist. Klingt ganz einfach. Es ist absolut, also es muss einfach sein, es muss auch easy sein. Also auch leicht zu verstehen, weil das ist so einfach zu verstehen, da braucht es gar keinen, der es verstehen muss. Aber das ist natürlich die Hölle für den Intellekt, der natürlich denkt, es müsste was Kompliziertes sein. Richtig Sinn haben, warum das... Ja. Der Kontrolleur braucht ja natürlich eine Kontrolle, da braucht er eine Kompliziertheit. Es muss ja auch was wert sein. Wenn das jeder kann, ist ja nichts wert. Wenn das jeder ist, was habe ich davon? Ich will doch das besondere Ding fahren. Meine Frau soll zumindest richtig mit der Pfanne zuschlagen, nicht nur falsch oder so. Das ist der besondere Geist. Das nennt man diesen Teufel, diesen aparten Teufel, der Ich-Gedanke, der immer apart ist. Immer sich absondert. Etwas Besonderes, Spezielles wird vom Sein. Das ist seine Natur. Also die Funktionalität von Besonderssein. Sich aussondern. Natürlich dann immer was Spezielles, Besonderes besitzen. Also der besondere Besitzer, der etwas Besonderes besitzen möchte. Und genau das ist, muss es so sein, weil sonst wäre es nicht so. Aber trotz dieser Funktion von Besitzer, Besitzen und Besessenes passiert nichts. Es gibt da die Erfahrung von einem Besitzer, die Erfahrung von Besitzen und etwas Besessenes, aber dadurch ist das Sein nicht besitzbar. Es gibt nun mal keine zweite Ausgabe von Sein, die von einer ersten oder zweiten besessen werden könnte, weil es braucht zwei für Besitz. Und das Zweites gibt es nicht. Es gibt nur das, was das ist, und ohne Zweites ist das. Und das ist, was du bist. Und die Erfahrung vom Besitzer und die Erfahrung vom Besitzen und das Besessene ist ein Aspekt davon. Aber es ist nun mal ein Traum. Also es hat keine eigene Realität, heißt es. Weil es bedingt ist an einer Erfahrung. Und damit phänomenal und damit leer. Und kann nicht das sein, was Leben ist und wer zu sein. Mehr nicht. Alles Eierkuchen. Das große Ei und ist alles Eierkuchen. Super, dass du uns immer wieder an den Eierkuchen erinnerst, oder zumindest mich. Ja. Und ich kann wahrscheinlich noch mal damit kommen, oder mit sowas Ähnlichem. Mit dem Eierkuchen? Ja, oder mit ähnlichen Fragen. Ja, klar, ich bin da immer wieder bereit. Ach, das ist ja so angenehm. So tröstlich. Ja, das ist echt das absolute Paradox in diesem Karlchen. Sobald er über dieses Absolute spricht, hat er unendliche Engelsgeduld. Das ist wirklich. Bis zum letzten, was auch immer. Gibt es keine Grenze. Aber sobald du mir kommst mit irgendeinem Computerproblem oder wie mache ich das und so, einmal und beim zweiten Mal haue ich dir das Ding schon um die Ohren. Sag nur. Ja. Frag mich lieber über sowas, aber nicht über was anderes. Weil da wird es gefährlich. Ich wundere mich immer selbst, ich amüsiere mich köstlich darüber, wie so leicht in Zorn zu kriegen dieses Karlchen ist, in seiner Natur, und das andere ist unendlich in seinem... Ja, so wie du manchmal von Autofahren auch erzählst. Ja, ich... Ach, da geht das, der Fuzzi aber ab, du, wie eine Rakete. Wenn ich da eine Revolver hätte, ich würde sie alle abknallen. Da bin ich noch ganz kahl. Radikal am Schießen. Aber in dem Fall, sobald es über das geht, was wesentlich ist, ist unendliche Geduld. Mhm. Aber im Unwesentlichen bin ich unendlich reizbar. Widerspricht sich das jetzt? Ja, man wundert sich wirklich. Ich kenne kaum jemanden, der so wenig Geduld hat wie ich. Nicht vorstellbar. Guck mal, wie du mich wieder, oder was auch immer, wie man das ausdrückt. Ja, aber das ist nicht Karlchen dann. Nein. Da ist dann Karlchen kurz mal abgestellt.
weil da hat Karlchen keine Chance. Und dann ist es Karlchen schlau genug, dann tritt es einfach nur zur Seite. Und weil wenn Karlchen eine Chance sieht und da ist was relatives Problemchen oder so, aha, dann aber nichts hier ran. Oder das mal so richtig reagieren, so puff, puff machen. Ha! Auch so rücksichtslos einen vollen Latz hauen. Wunderbar. So emotionale. Ja, Kali. Ja. Und dadurch. Wir gehen ja nach Ladakh oben, da sind sie wieder, die Mönche im Hintergrund, und die murmeln immer in ihren Tuch dann da rein, daher, damit sie sprechen dann mit Kali oder mit irgendwelchen Göttinnen oder so, oder bösen Geistern oder so, und dann müssen sie ihre Stimme verstellen, immer damit die nicht hören und nachts dann in ihre Träume kommen. In diesen schwarzen Höhlen da. Super. Besser als jeder Hollywood-Film. Jetzt musst du auch Eintritt packen. Dann musst du vorne Ticket lösen, dann gehst du rein und dann macht er wie im Zoo. Ob du jetzt den kleinen, wie heißt er? Knut zum Knutschen oder ein Mönchenknutschen in der Duck. Hauptsache, du das Ticket bezahlt, dann fangen die Dinge an zu murmeln, zu brummen. Da brummt der Bär im Zoo und da brummt der Bär, der Mönch im Kloster. Wahrscheinlich überall das Gleiche. Auch im Dorf. Sobald das Geld im Klingelbeutel klingelt, fängt der Priester an zu predigen. Was? Ja. Nimm mal ran. Na, Alter, auf dem Altar. Ist wieder einer da. Er will was hören. Oh, schon wieder. Okay. Aber nur sonntags, oder? Das sind faule Säcke. Und dann noch mit Rentenversicherung und Alterszulage. Das sind Priester, wa? Wie nennt man die normal? Schweinepriester. Aber die kann. Nur noch ein Bayerischer da, als Oberpriester. Das passt richtig. Keiner ist Ranzinger als Benedikt. Benedikt. Diktator. Los, Fragen, sonst komme ich wieder in die Benediktiner. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ich warne nur. Ja. Ja, genau. Hast du deinen Finger wohin gehalten, wo er nicht hin sollte? Ne? Weiß ich nicht so genau. Jedenfalls. Ich habe es immer noch nicht entschlüsselt. Entschlüsselt. Hast du deinen Safe gebastelt? Finger stecken. Der Finger im Loch stecken geblieben, muss den ganzen Safe wieder abschweißen. Ich habe den Code noch nicht entschlüsselt. Weil alles sitzt ja hier um den universellen Code. So. Dieser Fetzen oder dieser Satz, der dann alles aufschließt. So ein universeller Schlüssel, so ein Schlüsselerlebnis, was dann einsetzen sollte, wo der ganze Sein aufgeht wie ein. Hast du mich gesehen? Das ist eigentlich immer die Erwartung, die jeder so hat. Da gibt es dann ein Schlüsselerlebnis und dann gehe ich dahin, wo möglicherweise einer sitzt, der einen Schlüssel hat. Der kann mir den Schlüssel dann weitergeben und dann habe ich ein Schlüsselerlebnis, weil ich weiß ja, wo er steht, der Safe. Ich weiß ja eigentlich, wo ich hin will, aber ich habe den Schlüssel verloren, denke ich. Aber möglicherweise ist auch der Safe vollkommen auf und du versuchst ihn ständig zuzumachen. Vielleicht möchtest du ihn ja auch deinen Besitz dann einschließen. Dafür brauchst du einen Schlüssel. Weil das Ding geht immer wieder auf. Weil es ist ja so ein scheiß offenes Geheimnis. Das ist ja für jeden sichtbar. Weil ich will es ja für mein Geheimnis machen. Also brauche ich einen Schlüssel, um das Ding zuzumachen. Vielleicht gibt es dann da einer, der mir dann zeigt, wie ich es zu meinem Erlebnis machen kann. Sonst wäre es ja für alle da. Und das interessiert mich nicht. Ich will ja nicht, was alle haben. Ich will ja ein bisschen was noch Besonderes dann. Mein kleines, eingeschlossenes Geheimnis. Mein kleines Mysterium. Mich interessiert das andere Mysterium gar nicht. Es muss mein Mysterium sein. Also brauche ich Schlüssel, um den Safe zuzumachen.
Ist das nicht hinterhältig? Er tut immer so, als wenn er was aufschließen will, aber will alles nur zumachen. Das ist der Geist, ständig. Der denkt, der verspricht ja, ich mache dir alles auf, trau mir, vertrau mir nur, ich mache dir alles auf. Ich habe die universelle Codekarte in der Hand. Trau mir, Mephisto. Also Faust und Mephisto, ist auch ein schönes Wort, Fist. Fist ist dann auch wieder Faust, aber Mephisto, die kleine Faust, was dann Geist ist. Das, was Faust ist und dann Mephisto. Wunderbar, Goethe, oder? Nicht schlecht. Heute sind wir in der Neuen, heute ist die Christuszahl. Komm her, raus mit den Fragen. Oder ist die Neun doch die Neun? Alle Neune. Wie beim Kegeln. Was bedeutet, nächste Woche haben wir Christi Himmelfahrt? Was? Ja, da ist er ins Blaue gefahren. Ja. Nennt man Vatertag. Ja. Ja, blau, die Buddhisten nennen das den Himmel. Also der Himmel ist blau. Du fährst ins Blaue, du fährst in den Himmel. Das ist Himmelfahrt. Und Himmel ist immer fröhlich, weil da gibt es keine Wolke, die den Himmel verdecken könnte. Das ist dieser buddhistische Hinweis, wo der Himmel ist immer Himmel. Immer himmelblau. Und kennt keine Wolke, die ihn verdecken könnte. Also sei wie der Himmel, der nie eine Wolke kennt. Aber sobald du denkst, du bist die Erde, also etwas, was bedeckt werden könnte, da hast du ein Problem. Weil da regnet es. Dann darfst du dich auch regen. Und Regen bringt Segen. Da hast du die ganzen Sprüche, das ganze Ding. Also sei wie der Himmel und der Himmel ist immer blau. Und als Jesus ins Blaue gefahren ist, einfach so nach Indien gefahren. Also. Einfach nur weg aus dem. Ich bin dann mal weg. Weg hier. Weil in Indien gibt es bestimmt 50 Plätze, wo Jesus danach gelebt haben soll. Ja. Und wenn nicht mehr. Himalaya gibt es allein schon. Jede Höhle war Jesus drin. Weil es verkauft sich gut. Da war Jesus auch. Es gab Zeitzeugen. Weil es überall diese Bilder gibt von diesem in den Himmel. Also von diesem. Aufgestiegen in den Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, in Ewigkeit Amen. Ja. Und was sitzt zur Rechten Gottes? Und was erscheint die Sonne? Am Himmel. Also das Nächste zur Sonne ist der Himmel, aber er ist nicht die Sonne. Wenn die Sonne das Selbst ist, ist der Himmel möglicherweise das Gewahrsein. Also diese Leinwand, auf der dann alles scheinbar erscheint. Aber selbst keine Projektion ist, sondern einfach nur eine Leinwand, also wo Projektionen drauf tanzen. Also sitzen zu Rechten Gottes, aber es ist nicht Gott. Es ist nur noch die Leinwand, auf der alles tanzt. Da ist schon mal Leibfreiheit. Aber es ist nicht das, was Gott ist. Aber auch damit kann Gott nicht erreicht werden. Also ist alles, man muss es einfach mal ein bisschen übersetzen, was da alles steht, dann kriegt das alles sein. Also Vater und Sohn vereint. Gibt es das überhaupt? Oder muss der Sohn erstmal den Vater töten, damit er zu dem wird, was der Vater ist? Und möglicherweise weiß Jesus, Gott, warum hast du mich verlassen? Oder hat er möglicherweise gesagt, Gott sei Dank hat mich jetzt auch der Gott noch verlassen. Gott sei Dank hat der Vater, habe ich den jetzt auch noch weggekriegt. Und nicht, warum hast du mich verlassen als Mitleidsding, sondern boah, Gott sei Dank habe ich die Idee auch noch weggekriegt. Als letztes, bevor er dann auch das Herz noch dran glauben muss. Und ausgeblutet wird in seiner ganzen Sache. Also die ganze Symbolik des Kreuzganges, der Passion, des Leidenweges, das ist alles Hinweise auf, es muss vollbracht werden, vollkommen, aber nicht nur halb. Und wenn er dann sagt, als letztes, Gott, jetzt ist es vollbracht, also Vater, jetzt ist es vollbracht, dann heißt es, jetzt bist du auch weg. Meine, alle Ideen, die ich von dem hatte, was ich bin, von was immer, sind jetzt. Und dann konnte er halt in die Totalität. Nicht zu den Toten, in die Totalität, was Leben ist. Und dann wieder auferstehen von der Totalität, aber nicht von den Toten. Es ist die Totalität von Sein.
Das ist allein das, was Leben ist. Und als Leben wird er wach als absolutes Gewahrsein, absolutes Bewusstsein und absolutes Menschsein. Weil es der vierte Zustand der Absolutheit. Der vierte Zustand, der das ist, was nichts Zweites hat. Kein Gegenüber. Und aus dem, was kein Gegenüber kommt, kommt auch aus dem Gewahrsein nichts Gegenüber. Und aus dem Bewusstsein und Unbewusstsein, da ist alles das. Ja. Also ab dem vierten passiert nichts mehr. Der fünfte, sechste, siebte ist nur noch... Ja. Passiert nichts. Dann nimmt man die 1, 2, 3 noch ein bisschen als Gegenpol. Aber auch das macht schon wieder Hoffnung und ist auch schon wieder Banane. Die der Affe braucht, damit er ausrutschen kann. Ne? Ramana Banana. Aber wen kümmert's? Du kannst ruhig so viele Bananenschalen auslegen und es können noch so viele ausrutschen. Also allein wenn ich jetzt sagen würde, das wäre eine Falle, dann würde ich schon mir, das wäre eine Falle, wenn ich sagen würde, es geht eine Gefahr in der Falle. Man baut die Fallen und jeder tritt rein und nichts passiert. Also die schlimmste Falle ist zu denken, man könnte einer Falle ausweichen. Indem man dann schweigt. Ich bin jetzt ruhig, damit ich nicht mehr in diese Falle gehe. Das ist dann wahrscheinlich die größte Falle. Weil der letzte Trick, den du dir da einfallen lässt. Ich nicht mehr. Also und... Und du wirst es immer wieder schaffen, dich zu verarschen. Ne? Wer sonst auch. Aber wen kümmert es, von sich selbst verarscht zu werden? Ja, und kann das, was ohne Zweites sich unter sich selbst leiden? Nein. Für Leid braucht es zwei. Und darum nennt man es Advaita oder Nicht-Dualität, weil es gibt da nichts Zweites. Und in dieser absoluten Nicht-Zweiheit gibt es auch kein Leider. Kein Leider, kein Leid und unter nichts, unter dem man leiden könnte. Und das, was Sein an sich ist, kann unter Sein nicht leiden, weil es ist unmöglich. Tja. Aber wem sage ich das? Das ist immer die Frage, wem sage ich das hier? Und wer braucht das? Münster. Brauch's. Auch nicht. Tirol, alles klar, ne? Schleierns. Das sagt Tirol ist Schleierns. Ist was eins? Tirol ist Schleierns. Gleich eins. Gibt's ein Lied. Ah. Tirol ist gleich eins. Ist nur eins. Ist nur eins. Es gibt nur ein Tirol. Ah. Und wenn man Tirol ist, geht's einem wohl. Ja. Bist du ein Tiroler, bist du ein Mensch. Ja. Das sagen Tiroler, ja. Und keinem ist wohler als einem Tiroler. Und bist du kein Tiroler, bist kein Mensch. Ja. Hört sich gut an. Sagen die Indianer auch. Ja, es gibt doch so ein Lied. Sind die europäischen Indianer, oder? Ja, da war's. Ja, die Indianer, die Apachen, das heißt Mensch oder so. Alles, was kein Apache ist, ist kein Mensch. Was sagen die Sprotten? Die Kieler Sprotten? Fisch. Es muss nicht alles Fisch sein, was stimmt, meinst du? Alles Fisch. Stört den Fisch der Fischgestank? Das ist die Frage, ne? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn es einen zweiten Fisch gibt, dann aber... Könnte sein. Dann wird es auch dem Fisch zu viel. Ja. Ja, Berlin. Jetzt ist sie mal dran. Mir fällt nichts mehr ein. Jetzt schon. Na, ja, mal gut, dass morgen Barcelonas kommen. Frisches Blut. Mir fällt nichts mehr ein.
sagte der Blutegel, ich bin voll. Noch ein Tropfen und ich kann nicht mehr. Ja, darum. Das ist so, das ist ein schönes Beispiel für Sattheit. Wenn du absolut satt bist, fällst du von alleine, aber nicht eine Sekunde vorher. Also wenn du satt bist, fällst du von alleine, aber nicht, weil du satt werden willst. Solange du satt werden willst, bist noch Hunger da, ist noch Durst. Und das Sattsein kommt, wie immer, von alleine. Von selbst. Aber nicht durch irgendein Saugen. Also jedes Seeker-Sucking-Business kommt leider Gott sei Dank nichts mehr raus. Weil es ein unerschöpflicher Sauger und ein unerschöpfliches Reservoir an Gesaugtem, was man saugen könnte. Das nennt man Bewusstsein, was der Sauger, das Saugen, das Gesaugte ist. Und allein die Idee, dass es da mal irgendwo eine Erschaffbarkeit des Bewusstseins gibt, sich als Sauger zu erschöpfen oder als Gesaugtes, unendlich. Das kann unendlich weitergehen, dass der Sauger, dass der saugt an dem, was der Sauger ist. Mann. Ja, der ekelt sich noch niemals. Ekelt sich der Blutegel vorm Ekel. Also normal müsste ja der Seeker sich disgusting fühlen. Ne? Also, was mache ich hier überhaupt? Sauge an der universellen Brust, die es gar nicht gibt. Kommt nie was bei raus. Also, das Baby hat erfahren, ich muss saugen. Und dann wird es älter und dann wird es noch mehr. Und dann wird es Sucher. Und dann immer in der Flasche oder an der Spritze oder Heroin oder da. Und dann geht es noch zu einem irgendeinem großen Meister, der auch dann Sack Shakti, Mission Shakti saugen. Oder Diksha kriegen irgendwo. Gönnt sich ja sonst nichts. Hm? Super, hört sich gut an. Es laufen auch genug rum, die was zu geben haben. Und genug, die es haben wollen. Hier gibt es ja auch Bonbons am Eingang. Ja, ist doch mal. Da geht es eigentlich auch um Keks so schnell, weil man hat was zu lutschen. Genau. Solange die Zunge beschäftigt ist, ist da oben auch ein bisschen mehr Ruhe. Warum essen sie alle so gern? Jetzt sind wir aber gelandet, oder? Ist Essen Meditation? Hat ein 5-Zentner Mensch dann viel meditiert. Masse gleich Klasse. Sieht er aus wie ein Buddha dann? Und ist er auch ein Buddha? Nur wenn er bewusst gegessen hat. Wenn er bewusst gegessen hat. Sieht man in Indien immer diese Buddhas, diese riesen Teile da. Voll. Das wäre was, wa? Das ist ein Menschensbild. Also wenn du erleuchtet werden willst, musst du wie Buddha aussehen. Wenn der das will, und Indien ist ja so ein Strich in der Landschaft. Indien ist natürlich nicht so gut. Man sollte dann doch lieber da Buddha werden, wo die so sind. Hat man mehr von. Der hat dann mehr Butter gegessen. Ne? Haben nicht so viele Butterfahrten gemacht. Buttertee getrunken. Buttertee. Aber den brauchen sie wirklich da oben, weil es sonst so kalt ist im Winter. Frierst dich ja tot da oben. Ranzig. Ranzige Butter. Das ist so ein schmales, ranziges Zeug von Yak-Milch, Butter gemacht. Und dann so ein. Und dann machen sie mal so Mehl rein, so Gerstenmehl oder irgendwas. Und das ist ihre Nahrung den ganzen Winter. Aha. Sonst nicht? Nee, das ist täglich. Morgens, mittags, abends. In den Klöstern. Es gibt nichts anderes. Kann man nicht dran gewöhnen. Keiner beschwert sich, weil es eh immer gleich ist. Keiner fragt, hat es denn heute geschmeckt? Und schmeckt eh nie. Braucht keiner mehr fragen. Das ist doch einfach. Das ist der Ratschlag für jede Hausfrau. Jeden Tag das Gleiche, morgens, mittags, abends. Das nimmt man einen Topf. Einen Topf und immer alles rein. Finde ich gut. Wenn man daran gewöhnt wäre und das andere nicht kennen würde, würde man gar nichts vermissen. Das stimmt. Ja, mehr ist nicht. Ja. Also. Das werden wir mal einführen.
wenn wir mal einführen. Ja, als Ritual zu Hause. Karl hat gesagt, ich soll dir noch einen Einkauf machen und jeden Tag das Gleiche. Doch Jumper, ne? Dieses Mehl. Kann man hier auch kaufen. Jumper. Mit normaler Butter schmeckt es gut. Christa weiß mehr als alle anderen Indienfahrer. Hä? Das gibt es im Bioladen. Das meine ich doch. Ja. Die Indienfahrer gehen ja auch zum Bienenladen, die sind ja zu geizig dafür. Achso. Da muss man ja zu Hause bleiben, so, damit man sich das leisten kann. Drum fahren wir auch nie nach Indien. Ja, ist toll. Damit man sich indisches Essen leisten kann. Weil in Tirol, wenn du da bist, isst du nur Deutsch. Achso. Hm. Im German Restaurant. Echt? Naja, halb Deutsch. Ja. Das ist eine müde Gesellschaft. Ich versuche mit irgendwas, was du möglicherweise mal gesagt hast. Also leg mich nicht drauf fest auf den Wortlaut. Aber du hast mir irgendwas gesagt, wenn man von solchen Typen so wie Ramana und Jesus, dass sie alle irgendwie so eine Krise vorher gehabt haben. Von denen, zumindest mal von denen man das weiß. Ja, Rama hat auch ihre, seine Krise. Ja. 10 Minuten vor dem Erlebnis hat er eine Krise gehabt. Da kam über eben diese Todesahnung oder diese Idee und hat er sich da hingegeben und peng. Aber das war die Krise. Aber die Zeitdauer spielt ja keine Rolle. Es ist wahrscheinlich immer dann so eine Todessache, so eine Todeserfahrung. Und es ist eigentlich immer eine Todeserfahrung, dass du die absolute Erfahrung von Sterben hast, also auch alles stirbt und du bleibst als das übrig, was du nicht sein kannst, nämlich das, was Leben ist. Also alles ist weg, das Abstrakte an sich bleibt übrig, was nie gekommen ist. Und das nannte er dann diesen einen Ton, diesen Flatline-Ton, der im Hintergrund immer das ist, was er ist, das absolute Selbst, was er von dem Moment dann immer das ist, was er ist und der ganze Orchester, was danach passiert ist, mehr oder weniger den Ton nie stören kann. Also da gibt es unterschiedlichste Formen von dieser Krise. Die kann ganz kurz oder ganz lang sein. Spielt keine Rolle. Aber es ist immer eine Todeserfahrung. Nämlich die Erfahrung, dass durch der Tod dich nicht berühren kann. Dass alles sterben kann, aber das, was du bist, nicht. Weil es eben vor jeder Idee von Sterben und alles, was du abziehen kannst, das ist, was du bist. Und da kann alles gehen, aber das, was du bist, weil es nie gekommen ist, geht nicht. Beim Gehen und kommt nicht beim Kommen. Es ist jetzt und immer da, dieses Das, was Presence ist. Also vor jeder sinnlichen Erfahrung Seiende. Und da kommt eine Präsenz von Gewahrsein als erstes. Das zweite ist dann die Präsenz von Bewusstsein, von Raum. Und das dritte wäre dann die Information von Körper oder Materie. Und diese drei sind dann immer so Schichtdinger. Aber erst ist dieser Urgrund von Sein, den Meister Eckhart nennt, der einfach in sich Urgrund ist. Also selbst keinen Grund hat. Und das ist das, was du nicht erfahren kannst, weil das bist du. Und die erste, subtilste Erfahrung ist dann Gewahrsein. Das zweite ist dann der Geist, der raumgleiche Geist vom Bewusstsein. Und dann kommt das sogenannte Weltliche. Und dann lässt du die Welt fallen, substrahierst die Welt, dann substrahierst du den Geist und dann noch das Gewahrsein. Und was bleibt dir immer übrig? Das, was du bist. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als das zu sein, was immer übrig bleibt. Und das ist halt die Todeserfahrung, und in der Todeserfahrung, dass da keiner stirbt. Dass deine Natur nicht bei keiner Erfahrung sterben oder leben kann. Also weder geboren ist noch nicht geboren ist, weil auch das Nichtgeborene noch eine Idee ist. Weil das fällt auch noch weg. Also im Prinzip so, als hätte so ein, das Programm so immer einseitiger werden, und plötzlich ist es ein. Es ist kein Programm mehr da und dann kommt das, schaltet das sich wieder ein, so ungefähr. Nee, also das Gewahrsein hört nicht auf, weil normalerweise abends ins Bett geht, passiert das Gleiche. Bloß du bist ja nicht gewahr dessen. Also du, weil du da vorne drin hängst, klappt, wenn der wegklappt ist, dann ist dann auch dann keine Wahrnehmung mehr da oder irgendetwas, was sich als etwas erfährt. Und dann morgens wacht das wieder und dann fängt die Geschichte erst weiter an, weil deine Natur ist so eine Geschichtsabschreibung. Eine Märchenstunde. Und die ist so ununterbrochen. Weil du dich darauf hingerichtet hast. Das zweite Hingerichtete wäre auf das Bewusstsein von raumgleichem Geist, dann ist es halt ununterbrochen das, der Geist da vorne. Also von endlich, dann wirst du unendlich. Einheitlicher Geist. Und das nächste wäre dann noch, wenn das auch nicht, dann klappst du noch in dieses Gewahrseinsstrom. Von Gewahrsein, ewiges Licht.
das, was als Licht und dann als erstes sich als Raum und dann wieder als Körper empfindet. Aber wenn Körper, also Form und formlos verschwinden, ist immer noch das Licht da. Das ist das Letzte da. Das nennt man Samadhi dann. Aber wenn das auch noch Peng macht und du das bist, nämlich das, was Licht ist, mit und ohne Licht bist, das ist eben das zu sein, was mit und ohne ist. So eine Art Blackout. Ja, das ist eine sogenannte Art, wenn das, was Herz ist, das ist, was Herz ist, fängt der Staubsauger an, der alles nicht aufsaugt. So ein schwarzes Loch, was du bist, was dann jede Idee, die schon immer aus dir rausgekommen ist, wieder pfft. Raman nennt es den, die absolute Spinne, die auch die erste Spinne, die sie will zu sein, wieder in sich reinzieht. Also der erste Gesponnene ist eine Spinne. Also aus dem, was die Spinne ist, erfährt sich als erstes als Spinne, als zweites als Spinnen und als drittes als Gesponnenes. Und wenn die Spinne wieder aus was unerklärlichen Gründen, also ohne Grund, das ist kein ersichtlicher Grund, das anfängt, wie Brahma, dieses Spinnending wieder reinzuziehen, dann zieht es als erstes die Welt, dann den Geist und dann das Gewahrsein noch in das, was es ist. Das ist das Herz, was dann alles in sich selbst wie ein Staubsauger, ein absolutes schwarzes Loch aufnimmt. Und dann eben das ist, was das schwarze Loch ist und aus dem schwarzen Loch dann wieder als erstes sich als Spinne erfährt, dann als Spinnen und dann als Gesponnenes. Und das unaufhörlich. Das passiert halt jeden Abend und jeden Morgen neu. Jeden Abend ziehst du voll rein, du merkst es nur nicht, weil es so natürlich, weil du bist so dran gewöhnt und jeden Morgen fährst das Ding voll wieder aus. Und keiner kann dir sagen, ob zwischendurch was war. Weil alle, die dir was sagen, die müssen ja schon mal in diesem Traum sein. Die können dir nur sagen, ja, du hast auch geschlafen, aber und alles hören sagen. Du weißt nie, ob es dich da noch gegeben hat. Also alles nur Secondhand dann. Also in dem Moment, wo diese Spinnerei und das Netz da ist, ist alles schon gesponnen. Und auch, dass dann einer war, der dich gesehen hat, schlafen und dieses ganze Bestätigungsfeld, dass du geboren bist. Deine Mutter sagt, ich habe doch draußen, du dich gibst doch, ich habe dich doch geboren und so. Die ganze Geschichte ist dann da in dem Feld. Da ist natürlich unmöglich, da zu sagen, es gibt es alles nicht. Kannst du sagen, aber es ist auch wieder nur in dem Feld. Alles nur buff, buff, buff. Also wenn das da hinten, dieser Staubsauger anfängt, dieser Vakuum, das nennt man Vakuumcleaner. Ein absoluter Vakuumcleaner, weil wenn der anfängt zu saugen, wenn der absolute Sauger anfängt zu saugen, saugt er alles, was saugbar ist. Und der relative Sauger ist Teil des Saugbaren. Aber das, was der absolute Sauger ist, bleibt immer übrig. Also das, was der absolute Zähler ist, den zählst du nicht mit. Du zählst als erstes den Zähler, den relativen, der zweite das Zählen, das dritte das Gezählte. Aber das, was wirklich zählt, das zählst du nicht mit. Aber ohne dass der absolute Zähler ist, gibt es keinen Zähler, kein Zählen und Gezähltes. Und das ist das Einzige, was zählt. Also was überhaupt einen Wert hat, was überhaupt... Gibt es ja diese Yoga-Schachtel, wo sie dann in den Spiegel gucken und einer fehlt und der ist dann in dem Spiegel drin. Ja, oder der zehnte Mann in den indischen Dingen, die dann ausgehen und dann zurückkommen und dann zählen sie erstmal, bevor sie nach Hause kommen, wie viel sind wir dann und immer nur bis 9 zählen. Weil sich selbst nicht mitzählen. Ne? Und das macht das selbst immer. Er zählt immer alles, was zählbar ist, aber nie den Zähler. Nie das, was der absolute Seher ist. Er zählt den Seher, den Sehen, das Sehen und Gesehen, aber nicht das, was das sieht. Also der absolute Seher ist immer präsent, also Präsens, aber er zählt immer nur das erste sinnbare Erfahrung, das Sehende, das Sehens und dann das Gesehene. Aber das ist so, weil es immer da ist. Es fällt auch gar nicht auf, weil es nie weg ist. Dir fällt einfach nur auf, was kommt und geht. Und das ist dann überhaupt, hat es eine Relevanz für dich. Aber das, was und dem nichts da vorne wäre, nämlich dieser absolute Urgrund, der zählt nichts. Der ist einfach nur das. Aber ohne das gäbe es das alles andere nicht. Also du bist mit und ohne, das ist alles. Also was tun? Mach, was du willst oder mach, was du nicht willst. Beides ist, mach dich nicht mehr oder weniger. Ob du jetzt einen Willen hast oder nicht hast, wen kümmert's? Ob du dann tust oder nicht tust, was du willst oder nicht willst, wen kümmert's? Wer braucht da zu verstehen? Weil alles das ist in sich leer und wird dich nicht vermehren oder vermindern in deiner Art zu sein. Also das, was Herz ist, wird durch keine Art und Weise, wie es sich da vorne abspielt. Ob es sich abspielt, nicht abspielt oder der Abspieler abspielt, tralala, irgendetwas. Es gibt also keinen Mehrwert in nichts und keinen Minderwert.
Weil der einzige Wert ist, das zu sein, was keinen Wert kennt. Und keinen Wert hat. Tja, so eine Wertlosigkeit. Grundlosigkeit, Sinnlosigkeit, Seinslosigkeit. Aus der Seinslosigkeit gibt es ein Seiendes und ein Nichtseiendes. Das Nichts und das Alles kommt aus der Seinslosigkeit. Aber die Seinslosigkeit ist weder Nichts noch Alles. Das Seins ist das, in dem das Nichts und das Alles erscheint. Traumhaft. Aber bei der Erscheinung nicht mehr wird und bei dem Wegfall der Erscheinung nicht weniger. Und das ist der Hinweis auf das, was du in deiner Natur bist, was eben nicht bedingt ist an einer An- oder Abwesenheit irgendeiner Art. Du bist in der Anwesenheit, was du bist, und in der Abwesenheit, was du bist. Also, das ist nie, nie. Und das sind alles nur kleine Hinweise auf das, was gar keinen braucht. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ist eigentlich diese Todeserfahrung auch immer mit Todesangst verbunden? Zu Anfang ja. Erst ist die Todesangst und dann meistens aus der Angst heraus verstreust du dich lieber wieder und versuchst die Angst zu weil du hast Angst vor dir selbst. Und dann bei Jesus, fürchte dich nicht vor dem, was du bist. Das ist auch, fürchte dich nicht. Weil du kannst dich nur vor dem fürchten, was du bist. Aber das, was du bist, hat kein Problem in der Einsamkeit, ohne Zweites zu sein. Nur die Angst des Phantoms fürchtet sich vor dem, was das Phantom ist. Aus Unwissenheit. Aber indem du das erfährst, dich als das erfährst, was mit und ohne ist, hört auch Angst auf. Und der Ängstliche, alles zusammen, klappt zusammen, als wenn nichts gewesen wäre. Was vorher so absolut real war für dich, deine Wirklichkeit, deine Angst, ist wie auf einmal, Gott, wie konnte ich nur so doof sein? Ist sie denn für immer weg? Ja, die waren nie da. Weiß ich ja nicht. Ja, weil es nie da war, weil für das, was du bist, gab es nie eine. Darum gibt es auch nicht, dann ist die dann für immer weg. Es interessiert gar keinen, ob es für immer oder gar nicht immer ist. Weil für immer interessiert wieder nur den, der da vorne dann denkt, er hätte keine Angst mehr. Das ist das Berühmte, wen kümmert, ob da sich einer kümmert oder nicht kümmert. Also sein kümmert sich um nichts. Sein ist, was sein ist. Und das, was sich kümmert, ist eine Reflexion. Und eine Reflexion kümmert sich um eine Reflexion. Immer Reflexe. Also alles, was Reflexe hat, in seiner Komplexhaftigkeit von Reflexen und dann versucht, diese Komplexe zu kontrollieren, ist wieder nur ein Reflex auf einen Reflex. Kausalität an unendlich. Ursache, Wirkung unlimited. Bewusstsein, was immer auf sich selbst reagierend, reflexhaft, in sich spiegelnd ist. Boah. Und Gott sei Dank kommt nichts mehr raus. Schlägt sich immer alles und es macht Peng und nichts passiert. Aber in dem Moment, wo du das halt bist, und dieses sogenannte Bewusstsein, hast du schon ein Problem. Weil da fängt schon sofort die Frage an, bin ich oder bin ich nicht? Also sobald der ganz subtile Fragende da ist, diese Wurzelidee von ich, fängt die an zu basteln. Da kommt bestimmt ein Baum bei raus und dann die ganzen Belief Systems, also die Blätter, was alles Glaubenssätze sind und Konzepte. Aber die Wurzel des Ganzen ist die erste, subtilste Empfindung von ich. Die auch ganz harmlos ist. Da ist ja noch gar nichts. Da ist kein Leid, da ist gar nichts. Da ist ganz subtil ich. Gewahrseins ich. Dann kommt das sogar, dass ich bin, leidfrei. Noch gar nichts ausgesprochen. Aber dass das schon das subtilste Ich die Wurzel ist von den Leitern da vorne, weil aus dem Ich bin zwangsweise unabdingbar, dann ich bin Körper, ich bin irgendetwas. Also aus dem sogenannten Ich nicht Identifizierten kommt sofort dann als Endpunkt immer der Identifizierte. Keine Chance. Weil die Merkwürdigkeit des Ersten natürlich immer versucht, seine Fragwürdigkeit zu überwinden. Der erste Liebhaber in seiner Fragwürdigkeit, weil er zweifelhaft ist, diesen Urzweifel in sich trägt, von sein oder nicht sein, natürlich immer fragt, ich bin was oder ich bin wer. Und aus der Liebe zu sich selbst, die dann immer auf sich gerichtet ist, natürlich dann immer versucht, die höchste Art von Glück zu finden, nämlich sich zu kennen. Aber desto mehr es das versucht, desto mehr bestätigt es überhaupt einen, der Hunger hat.
Und er wird nie zu dem Glück finden, was unbedingt ist. Weil das, was Gott ist, wird nicht findbar sein in irgendeinem Umstand. Und von keinem zweiten Gott gefunden werden können, Gott sei Dank. Also dieser ganze Realisationstrauma wird nie aufhören. Also der Albtraum ist genauso unendlich wie das, was der Grund dessen ist, der absolute Urgrund von diesem absoluten Albtraum von Sein. Aber wen kümmert's? Ob da ein Albtraum ist oder ein schöner Traum oder irgendein anderer Traum. Traum bleibt Traum. Und der Traum kann dich nicht bedingen. Weil die Wirklichkeit, die du bist, nicht bedingt ist durch einen sogenannten unwirklichen Traum. Also das, was immer wirkt, aber selbst auf das selbst sich nicht wirken kann, also das absolute, die Wirklichkeit, das Wirkende, kennt keinen auf sich wirken. Weil schon ein Aspekt der Verwirklichung, der Wirkung, ist der Verwirklicher. Dann das Verwirklichen und das Verwirklichte ist alles Teil der Verwirklichung. Also das alles Schöpfende schöpft nie. Es erfährt sich nur im traumhaften Erfahren als Schöpfer, als Schöpfen und Geschöpftes. Und nichts passiert. Also schon der Vater ist eine Idee. Vater-Idee, Sohn, Geist-Idee und Sohn-Idee. Alles ist in sich Geist. Im Geistreich der Geisterbahn des Seins. Dann steht der Geist immer in irgendeiner Ecke und will sich selbst erschrecken. Ja, dann bist du immer in dem Tunnel-Ding, das kommt als nächstes. Finanzamtbrief machst auf, scheiße. Du erschreckst dich immer gerne. Was kommt denn jetzt schon wieder? Steuerprüfung. Sofort zieht es dir in den Nacken. Uah. Das ist wie eine Geisterbahn, so ein Gespenst, was dich erschrecken kann. Das Finanzamt. Ja. Kreuzberg. Und das ist wunderbar, aber da kommt so ein Schauer über den Rücken. Nur weil da Finanzamt draufsteht. Was wollen die schon wieder? Haben sie jetzt wirklich rausgekriegt, wo ich mein Geld habe? Scheiße. Ja, das ist herrlich. Da war ich doch nur einer lang zum Essen, oder? Das ist auch schlimm. Das ist auch schlimm. Könnte man so sehen. Habe ich heute Glück, dass alle vergessen. Zum Essen. Guten Appetit. Ja. Schweiz. Ja. Oh. Kusch. Da schweigt die Schweiz. Kann es gar nicht verstehen. Was? Hat sie so viele Fragen. Aber sie, wenn ich sie jetzt angucke, ich habe ein paar notiert in all der Zeit durchweg. Wenn ich jetzt das durchbrüche, ist es so furchtbar lapidar. Und alles, was ich geschrieben habe, so wie eine Shoppingliste, kann es gerade abstempeln. Ja, das ist das Schöne daran, wenn du den Käufer erkennst, als dann ist die ganze Liste weg. Also wenn du den möglicherweise, wenn der wegfällt, der die Liste haben könnte, ist die Liste auch passé. Das kriege ich dann gleich. Weil sobald wir jetzt anfangen würden, die Liste zu bearbeiten, dann gibt es eine unendliche Liste. Das ist dann Schindluders Liste. Nicht Schindler, sondern Schindluders Liste. Da hat das Luder mal wieder viel zum Einkaufen. Und wenn ich das noch nicht habe, dann brauche ich das noch. Und das muss ich auch noch erkennen. Noch was vor, ich kann nicht. Ich muss noch ein bisschen warten, ich habe noch was zu tun. Ja, lass mich doch ein bisschen noch einkaufen, bevor ich ganz bye-bye bin. Lass wir uns noch einmal nach Dubai fahren. Dubai, ich kaufe. Die Shopping Center in Dubai sind herrlich. Mhm. So was Pompöses gibt es, glaube ich, auf keinem anderen Ding.
glitzert und schimmert und Diamanten und Gold und das ist echt der Luxury Shopping. Ja, und dann wartet man darauf, dass Kali Shopping geht. Und wenn Kali Shopping geht, dann fallen die Köpfe der Käufer. Dann hängt sich die Skelette um den Hals. Hm? Das nennt man, wenn Kali shoppen geht, dann ist bye-bye. Du, bye-bye-bye. Ja, kauf, solange du noch kaufen kannst. Weil bis dahin kaufst du dir alles ab. Du bietest dir immer was und dann sagst du, okay, kaufe ich. Und manchmal bietest du dir was und sagst, nee, heute kaufe ich nicht. Na, vielleicht morgen, ja, gucken wir mal. Heute glaube ich nicht dran. Morgen wieder. Hm? Und es wird immer wieder ein Angebot geben, wo du nicht Nein sagen kannst. Oder wachst du in so einem Pferdekopf auf. Kennst du nicht? Nee. Der Pate? Ja, ja. Ja, dann kriegst du Angebote, auf die du nicht... Ich hab schon. Dann hast du aus Angst nämlich, dass du dem was verpasst, gehst du zum nächsten Seminar. Ehrlich. Ja. Und das ist es auf einmal so wieder und dann die Hoffnung keimt dann aus dem kleinsten Ding wieder so ein Chit. Und die Pflanze ist auf einmal voll wieder da. Ja, jetzt. Und schon weißt du, hast keine Chance. Weil du weißt ganz genau, wenn du es nicht machen würdest und wirklich kämpfen würdest und hinterher würdest du wieder dich wochenlang, warum bin ich nicht gegangen? Weil das wäre es gewesen. Und das Kleid hätte ich, das Kleid angehabt, hätte ich den Mann meines Lebens gefunden. Nur weil ich diesen Sack anhätte, ist nichts passiert. Und deswegen habe ich diesen Sack gekriegt. Mit so einem Sack kann ich ja nur Säcke kriegen. Nächstes Mal gönne ich mir ein bisschen mehr. Das ist echt Sackgasse. Und durch diese hohle Gasse muss er kommen. Was ist denn da mit dieser hohlen Gasse eigentlich gemeint? Die hohle Gasse. Ist das ein Gassenhauer? Stimmt, nicht für die Schweiz. Da sind ja nur Gassen da. Tunnel. Tunnel, ja. Alles, was durch den Tunnel gekommen ist. Tunneltrauma. Ne? Haben doch die ganzen Kinder. Tunneltrauma. Man sieht am Ende das Licht und dann kriegt man schon alle im Hintern. Oder wird abgesaugt. Ja. So kommt der Schleim und dann Ding und so. Also es fängt echt schon schlimm an. Ja. Es ist hell. Ich sag deswegen mit dem Erleuchtungsbusiness so schwierig, weil die alle nicht ins Licht wollen. Doch, die wollen alle zurück. Aber die haben alle Angst vor dem Klaps. Ja, aber die haben das schon wieder vergessen. Weil da kann sich keiner daran erinnern. Du kannst dich ja erst ab dritten Lebensjahr erinnern. An die Klapse, warum du dein, was auch immer gemacht hast, von deiner Mutter. Da erinnerst du dich. Aber an den ersten Klaps? Ah, mit so ein bisschen Reversing geht das schon. Denkst du? Hast du schon mal probiert? Nee. Ja. Hört sich gut an. Hört sich gut an, genau. Ja. Also wie kann etwas, was schlimm anfängt, gut enden? Hm? Aber da hofft man drauf. Schlimm, schlimm. Und Leichenpflaster hat seinen Weg. Und nie ruhten sie so gut. Ja. Alles vorbei. Ja. Was bedeutet denn das Pfingstfest? Himmelfahrt haben wir jetzt geklärt. Aber noch ein Stück weiter haben wir ja Pfingsten. Ja. Kommt der Heilige Geist. Ne, da sind die Pfingstochsen, da ist nämlich da kommt der Paradoxe, der Ochse, der Paradeochse auf die Welt und tritt in die Apostel.
Ist doch toll, der Heilige Geist. Ja. Die Krüge der Apostel sind eben gelehrt von ihrem Meister, also sind arm im Geiste, und dann tritt der Geist ein. Das nennt man ihre, muss man mal, Erleuchtungs. Das ist ein Erleuchtungsfest. Und dann spricht man in Zungen. Und dann spricht man wie ich. Komm es euch. Oder auch nicht. Aber das ist dann, man spricht in fremden Zungen. Weil keiner versteht dich mehr. Ja. Weil du sprichst von etwas, was keiner verstehen kann. Kannst du noch so viel probieren. Die gucken immer so, als wenn sie was verstanden hätten, aber keine Chance. Das nennt man fremde Zungen. Du sprichst etwas aus, was durch keinen Geist verstehbar ist. Also kein sogenannter Verstand kann das verstehen, was das ist. Ja. Darum ist alles immer fremd. Also, wovon spricht der überhaupt? Ja, also alles schon, das ist das Fest dessen. Von Babylonia. Mhm. Babbel, 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 babbel. Weil die hießen ja auch Jünger, weil sie in der Präsenz des ungeborenen Christus immer jünger wurden. Und am letzten Verjüngungstropfen, am Kelch von Jesus, das ewige Leben getrunken haben. Also der ewige Geist, das ewige Leben in sie gedrungen ist. Hört sich doch gut an. Mal, woher weißt du das alles? Keine Ahnung. Aha, gut. Es ist einfach da. Toll. Ich lebe ja Thomas-Evangelium-Seminare in Südfrankreich, die erzählen mir ja alles. Und ich habe einen großen Kopf. Das stimmt, ja, gut, dass der überhaupt reinpasst. Ja, der sammelt überall. Der weiß ja gar nicht, wo er nicht ist. Ich wundere mich auch nur. Das ist eigentlich wunderbar. Ich frage mich aber, wie kannst du das nicht wissen? Ja. Tu nicht so. Tust immer nur so, als wenn du es nicht wüsstest. Damit du was von hast, dass es dir einer sagen kann. Oder auch nicht. Nee, eigentlich ist es. Also, es ist ganz natürlich. Das klingt auch so. Also diese natürliche Spontanität, was da spricht. Wo? Das weiß ich. Hast du den Faden verloren? Hat die Spinne wieder keine Spucke mehr? Den Faden verloren. Ja, aber es ist auch schon wieder eine Hoffnung, dass man dann irgendwann auch mal in diese Natürlichkeit geht und dann das natürliche Sprechen anfängt oder so. Und jetzt ist also, für mich macht es keinen Unterschied. Das eine ist wie das andere. Also das Unnatürliche wäre ein berechnender Geist, der auf Berechnung, auf Zukunft hinaus etwas erzählt und dann etwas auch will, eine Intention hat da drin. Und das Natürliche wäre dann das meditative Sprechen, wo etwas spricht, aber ohne die Intention, dass er etwas eingibt, der das versteht. Also ohne überhaupt, in der vollkommenen Irrelevanz von Sprechen. Also kein ohne Intention gesprochenes, ohne Absicht gesprochenes Wort. Das wäre dann natürliches Sprechen, was Meditation ist. Und das Unnatürliche wäre, wenn ich hier sitzen würde und euch was beibringen möchte, was ihr dann hinterher aufsagen könnt oder verstehen könntet. Das wäre dann ein berechnendes Unterrichten. Aber das könnte ja eine Gabe sein. Das nennt man eine Gabe, ja. Das kann man nicht erringen. Darum nennt man es eine Gabe, und sobald du die Gabe hast, musst du sie performen. Also wenn du ergiftet von dem, you have to perform, sagt man im Englischen. Also wenn du eine Stimme hast, musst du singen. Und wenn du die Begabung hast, etwas auszusprechen, was normalerweise nicht auszusprechen wäre, und du das nicht tust, dann hast du halt irgendein Problem. Also besser sprichst du dann das, was. Also du bist besser das Werkzeug für das, was das ist. Weil wenn du das nicht bist, dann kannst du möglicherweise nicht schlafen. Also sitze ich hier eigentlich nur, damit ich schlafen kann. Ist so. Also Lisa Gatter hat beschrieben das so, dass manche näher an dem und manche weniger nah. Also diese Gabe.
Ja, es gibt manche, die haben das erfahren und die haben auch das Wissen, aber haben nicht die Gabe, darüber zu sprechen. Und die sind aber nicht weniger als dann einer, der das auch, was man realisiert hat oder nicht realisiert hat, und dann eben die Gabe hat, darüber zu sprechen. Also es bedeutet nicht, dass einer, wenn der das in dieser Erfahrung ist, diese absolute Erfahrung, kann sein, dass er dann anfängt zu sprechen. Das sagt er damit gemeint. Und es gibt halt eben in seltenen Fällen, oder eher in weniger seltenen Fällen, wo es eben eintritt und auch das Sprechen dann als Begabung da ist oder dann auch sich dann auch spricht. Das ist bei ihm auch, hat bei ihm stattgefunden, auch bei Ramona, ja, die haben halt gesprochen. Aber bei dir ist das auch ein außergewöhnlich seltener Fall, also was da so spricht. Ja, ich sag ja, und er nennt das einer unter Millionen. Auch der Yuchi, alle sagen, es ist immer nur ein, was auch immer, ein geistiges Wesen oder eine Form, die das dann die Begabung hat. Mhm. Über das, was man eigentlich nicht sprechen kann, sprechen zu können. Das ist aber nicht irgendein Besonderer. Aber da findet ja kein Denken statt, ne? Nee. In dieser Sprache. Also da, ich glaube, das kann mir keiner vorwerfen. dass ich, bevor ich spreche, denke. Hm? Das ist. Weil dann würde es sich, glaube ich, anders anhören. Genau. Dann würde es auch nicht so wie die Sonne, die Butter durchtrennen. Weil das ohne Intention gesprochene Wort kennt keinen Schutz. Da kannst du dich nicht vor schützen. Du sagst ja, jeden Augenblick wunderst du dich, was da kommt. Ne? Du wunderst dich Karl. Selber über Karl das, Karl wundert sich wunderlich. Weil Karl könnte das nie sagen. Darum wundert sich Karl und freut sich, daneben zu stellen und sich nur noch zu wundern. Das ist eigentlich passiert nur, dass du schlau genug bist, zur Seite zu treten und dich zu freuen. Über das, was gerade an der wunderbar alles, eingeschenkt wird. Durchdringt das Leben und auch das Leben, das du selber bist. Ja, und das ist das Schöne, du musst gar keinen durchdringen, weil das, was spricht, ist auch das, was hört. Und da ist gar keine Durchdringung notwendig. Darum musst du auch gar keinen Filter durchdringen. Nichts muss sich ändern. Weil das, was da spricht, ist auch das, was da hört. Aber das Sprecher und das der Gehörte ist schon etwas, was danach kommt. Ja, aber das ist total durchfiltert. Ja, der Filter hat aber keine Chance. Weil normalerweise würde der Filter versuchen zu verstehen und was er nicht versteht, ausblenden. Also würde das dann abblocken können, so als Schutzding. Weil das ist ja scheinbar für dieses Geistlein, für dieses Phantom ein bisschen gefährlich, dem zu lauschen. Aber es hat keine Chance. Normalerweise würde es ja einen Widerspruch haben können oder irgendetwas. Würde dann dagegen oder irgendwas und dann einen Panzer aufbauen. Aber wo das spricht, was das ist, was hört, gibt es keinen Panzer. Und das nennt man eigentlich bei Ramana die Initiierung des Herzens. Also das, was ohne Zweites ist, wo das, was spricht und das, was hört, nicht getrennt ist. Und da gibt es ein Verstehen, was nicht bedingt ist an ein relatives Verstehen da vorne oder irgendeiner, der das durchlässt. Weil da hast du keine Chance. Und wenn das selbst sich da hinsetzen will und sich lauschen möchte, dann wird es irgendetwas finden, damit es auch da sitzt. Und wenn es dafür eine Bank überfallen muss. Ich meine, so im Extremfall. Es gibt dann keine, dann gehst du auch in Himalaya auf den letzten Berg des Kailash und wenn da wirklich das Selbst denkt, da gibt es eben dem zu lauschen, was es ist. Und Ramana nennt dieses dem zu lauschen, was du bist, die höchste Übung, die du nicht machen kannst. Also die highest tapa, die höchste Übung überhaupt, ist dem zu lauschen, was du bist. Und wenn das Selbst sich selbst lauschen will, dann schafft es schon den Umstand dafür. Dann gibt es auch irgendeinem die Begabung, darüber zu sprechen, worüber man normalerweise nicht sprechen kann. Und dann gibt es auch dir die Begabung, dem zu lauschen. Und das nennt man Gnade. Die nicht bedingt ist an irgendeinen, der das versucht zu werden oder zu wollen oder zu können. Wo du weder etwas dafür noch dagegen tun kannst. Und das ist das Wunderbare. Weil ich kenne wirklich die Hälfte, die irgendwo hinkommen, die sagen, bis eine Stunde vor dem Talk wusste ich nicht, ob ich gehe. Ich wollte absolut nicht und dann sitze ich wieder hier. Was ist das? Tja, warum soll es euch besser gehen als mir? Naja, und irgendwann hört es dann auf und dann ist auch gut. Dann hat es sich halt ausgesprochen oder ausgehört. Aber dann kommt es irgendwann vielleicht doch mal wieder. Wer weiß. Aber ich bin eigentlich immer für alle froh, die nicht wiederkommen müssen. Ja.
Nee, wenn ich jetzt das sprechen könnte, wäre Karl ganz schön arrogant und überheblich. Und das wäre möglicherweise dann das Resultat daraus. Aber da sei was vor, wäre auch nicht schlimm, ne? Das ist so, ein Vogel hat zu singen, der hat eine Begabung zum Singen oder zum Pfeifen, und einer hat eine Begabung für was auch immer. Das ist immer dann Berufung, ne? Manche hören den Ruf nicht. Dann haben sie ein Problem. Dann kannst du das gar nicht dirigieren oder richten oder wie sagt man, keinen Einfluss haben. Ob das so spricht oder nee. Wann es beginnt und wann nicht. Mhm. Das ist ein absoluter Überflüssigkeit. Mhm. Aber natürlich hat sich das so, also geschieht es, wenn die Talks stattfinden. Ja, es geschieht immer. Ununterbrochen. Ununterbrochen? Ja, meinst du, ich fange das an zu sein, wenn ich anfange, so hier zu reden? Mhm. Hm? Immer? In deinem so nicht mehr genannten Take? Das wundert viele, dass ich ja außerhalb, dass ich da nicht anders bin als da, aber eben auf Relatives relativ absolut reagiere und auf Absolutes absolut. Ah, das meinte ich ja. Auch. Ja, aber das ist kein Unterschied. Für mich ist das kein Unterschied. Beides ist absolut. Und die absolute hat meine Natur nie auf. Die hört doch nicht auf, wenn ich jetzt aufhöre zu reden. Ah, ja. Ja, mal. Das wäre ja was. Weil das ist immer dann das... Da gab es diesen John de Reuter immer, da war dann diese Ganga von Papaji, die Frau, da hat sie ihn besucht in London, beim Talk war er dann 3-4 Stunden so, und da hat sie eine Stunde ganz gelangweilt, aber dann im Pub da beim Bier trinken war ganz anders. Ja, was ist das? Auf einmal ist er dann wieder der Lehrer und dann wieder das. Keine Ahnung. Aber für mich muss es irgendwie so ein... Da gibt es nie einen... Verändern dessen. Für die anderen kannst du aussehen. Ja, ja, was du jetzt gerade beantwortet hast, das habe ich schon so angenommen. Es ging darum, dass es ist ja logisch, wenn bestimmte Fragen kommen, kommt mehr manchmal Kontext. Es kommt immer auf die Natur der Frage an. Mhm, genau. Wenn die Frage da ist, dann antworte ich da. Wenn die Frage da ist, antworte ich da. Mhm. Und wenn die Frage da oben ist, dann würde ich da. Es kommt also immer, ich kann nicht irgendwas artifiziell dann hochschrauben. In irgend so eine, für mich gibt es kein oben und unten. Für mich ist es ein total dreckiger Witz genauso. Jetzt kommt mir gerade komisch vor, wenn du sagst, für mich und ich. Ja, ich bin der Absolute, das kann ich. Okay. Für mich macht es keinen Unterschied, ob ich den dreckigsten Witz der Welt erzähle oder die höchste Wahrheit von Sein. Ja. Das hat in seiner Aussage vollkommen, ist beides irrelevant und wunderbar und schön. Egal, ob wir es als Zuhörer hier als zynisch oder nicht zynisch. Also, oder das interessiert wirklich keinen. Absolut. Da hätte ich echt ein Problem, wenn mich das interessieren könnte, ob ich politisch korrekt bin. Helf mir Gott. Dann hätte ich echt ein Problem. Das werfen sie mir in Amerika nach jedem Talk vor. Ja? Ja. Da war es aber nicht politisch korrekt. Oder wollen einladen? Oder wer? Nein, irgendwelche Zuhörer. Und die sollen auch noch nicht wiederkommen. Also wer keine dreckigen Witze ertragen kann, der kann das andere auch nicht. Mhm. Für mich ist das wunderbar. Ich liebe das. Hey. Ich sage immer noch gern. Was sagst du immer noch gern? Ach so. Aber du sagst im Amerikanischen nicht. Aber das ist doch nichts anderes. Aber sagst du das? Klar. Da gibt es eine schöne Geschichte von einem... dem Neffen von Ramana, der den Tiruvannamalaiischen Satz angibt, jeden Morgen da schon und so, Ganesha, der sitzt da und der hat vor Jahren mal, Ende der 90er, hat er jeden Talk angefangen, jeden Satzang damit, mit einer Geschichte, wie es ihm in New York gegangen ist. Der ist dann nach New York gegangen und ist durch eine dunkle Gasse abends, dann kam ein 2 Meter großer auf ihn zu, da hat er gesehen, dass keiner mehr da ist und ist wieder umgedreht und hat ihn nicht ausgeraubt. Das hat er so als Bestätigung seiner Erleuchtung so. Was ihm da passiert ist. Da habe ich immer gedacht, ja, da muss ja dann 2 Meter großer, at least 1-2 Meter tall has to be in New York, who is enlightened.
Because who is enlightened? The one who sees one, or the one who doesn't see anyone anymore? Ist der erleuchtet, der denkt, da wäre keiner mehr, oder ist der erleuchtet, der gar keinen mehr sieht? Also es gibt zumindest einen in New York, der ist erleuchtet. Ja. Wenn ich das erzähle, sagt er, it's not politically correct. That doesn't matter. Da ist ein 2 Meter großer Colored Man. My goodness. Dann habe ich aber echt ein Problem. Ne? Für mich ist es einfach auch nicht. Das habe ich schon 81, war ich ein Jahr lang in San Francisco gelebt. Ich hatte aber eine Freundin, die aus Ghana kam. Ein halb Ding. Und da waren wir ein Ding. Da habe ich immer, my little comes now. Und dann alle, oh. Und sie fühlte sich wohl damit. Das war so ein Kosewort für sie. Und die anderen auch. Wenn du das, es kommt wirklich nur darauf an, wie das, was du damit machst. Für die ist dann kommt schon wieder. Die sind nicht besser da drin. Es gibt dann Bom, 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 Bom. Nur weil es eine Minderheit ist, darf man nichts sagen. So, ich habe nichts gegen Minderheiten, aber wenn ein Arschloch ist, sage ich es auch. Das ist komplette Furchtlosigkeit. Ja, aber die lachen meistens dann. Die machen das gar nichts aus. Nur den Weißen, die fürchten nicht dann, da was passieren könnte. Meistens die da sitzen, die lachen dann. Weil die merken, es ist nicht auf irgendetwas Diskriminierendes aus. Es ist einfach nur, und dann ist es auch nicht mehr da. Aber wenn du dann Kass sagst, dann wird es diskriminierend. Dann war so vorsichtig. So. Nee, Black ist schon wieder nicht gut. Nee. Ich verschiedene Farben schwarz. Ja, verschiedene Schwärze. Und sie diskriminieren auch zwischen, er ist schwarz, er ist braun, er ist Mulatte, Pirole. Sie diskriminieren mehr selbst. Naja, unter sich bediskriminieren sie mehr als die anderen. Ja. Weil ein Richter ist einer, der wirklich schwarz ist. Also der ist dann Black Man. Der Rest ist ja nur Crash, also Crash irgendwas. Das ist das Schlimme. Untereinander sind sie schlimmer als die anderen. Ja. Darum keine Angst vor dem schwarzen Mann. Ich mag immer auch Füße, wenn ich drankomme. Schmeckt immer noch gut. Mohrenköpfe. Ja, der ist jetzt Mohrenköpfe. Nee. Schickmanns heißen sie jetzt. Was heißen sie Schickmanns? Schaumköpfe. Das ist auch Verbot. Ach so. Gibt's auch nicht mehr. Nein. Balthasar. Rassistisches Gesetz. Aus dem. Ich muss dir mal vorstellen. Das Wort. Das sagt man nicht. Ach Gott. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr wird nicht mehr gegessen. Tja. Warum man kann dann noch weiße Schokolade sagen? Ja, oder Colored Chocolate, ne? Ja, aber weiße Schokolade ist nicht colored. Weiß ist keine Farbe. Ja, aber ich meine im Gegensatz dazu Colored Chocolate dann. Schwarze Schokolade. Das genau. Wird aber echt bitter dann. Dann ist auch die süße Schokolade bitter geworden. Ja. Eine Beleidigung. Oder nicht? Ja, eigentlich schon. Ja, wenn man wirklich mal rangeht an den Feind. Weil Schnee ist eine Beleidigung. Extrem. Ist heute schon weiß draußen. Was, willst du mich beleidigen? Hilfe. Egal, was du sagst. Kannst du aus allem eine Beleidigung machen? Ja, wirklich. Ich gelte eher als frauenfeindlich, da kann ich jetzt sagen, was ich will. Ist das nicht schön? Ist das nicht herrlich? Überall, wo ich hinkomme, der Kerl mag keine Frauen, habe ich gehört. Deswegen sitzen die auch so. Ja.
Er macht immer frauenfeindliche Witze. Wie kann man frauenfeindliche Witze machen? Soll ich dir mal einen erzählen? Einen frauenfeindlichen Witz? Ja. Ja, mach mal. Also die Frauen kennen die Besten. Womit verführst du eine Frau? Bitte? Womit verführst du eine Frau? Indem du sie einlädst ins Kino, ihr Rosen bringst, mit ihr ein Wochenende in Kitzbühel verbringst. Also eher sozusagen die Welt zu Füßen legst. Und womit verführst du einen Mann? Was sagt der Mann? Komm nackend und bringt Essen mit. Womit verführst du einen Damit verführst du mich keinen Mann. Was soll frauenfeindlich sein? Was war denn daran frauenfeindlich? Das ist eher männerfeindlich. Ja, ja. Ganz einfach. Komm nackend und bring Essen mit. Ja, das ist männerfeindlich. Achso. Okay. Passt aber zum Thema heute an. Was? Passt aber zum Thema heute an. Komm nackend und bring Essen mit. Was ist daran witzig? Der Christa selber essen macht fett. Nicht Essen mitbringen, man hat nichts zu verschenken. Was soll daran witzig sein, wenn ich Essen mitbringen muss? Finde ich schon nicht mehr ganz so lustig. Kann ich jetzt noch einen Witz draus zu machen? Man kann aus allem was machen. Man muss sich gar nicht anstrengen. Frauenfeindlich. Ja. Haben wir noch was? Tirol. Immer Tirol. Dann leeren Kopf. Odol. Odol. Klosterfrau Melissengeist. Vielleicht. Ich glaube, die alten Damen hatten immer Klosterfrau Melissengeist. So eine große Flasche immer da. Das haben wir im Internat gekriegt bei den Ursulinen. Was? Klosterfrau Melissengeist hat sie mir gegeben. Da waren sie dann immer schlecht, weil es. In Tee rein und du, das ist der beste Schlaftrunk. So. Das ist eh alles Alkohol. Das ist natürlich Medizin dann. Und mehr hilft mehr. Und wenn da noch Klosterfrau drin steht, ist auch noch spirituell. Spirit. Super. War auch nicht so teuer. War ja nicht auch eine Alkoholsteuer drauf. War ja eine Medizin. In Kanada nehmen sie jetzt alle Mundspülung, saufen die. Haben sie mir letztes Jahr erzählt. Mundspülung, weil da eben auch 90% Alkohol ist oder so. Die kriegen alle einen Dachschaden da oben, weil da noch Ethylalkohol oder irgendwas. Boah. Aber Odol oder was? Odol. Sollen wir auch zum Mundspülen und nicht zum Trinken nehmen? Wenn sie es da haben, haben sie schön mit deinen Zahnen. Ja, ja. Auch für den zweiten, für den dritten vor allen Dingen. Odol, du fühlst dich wohl. Ja, es ist wirklich die, wo Droge drin ist, wird es auch genommen als irgendwas. Ach, Raffali, da sind wir wieder. Da sind wir wieder, ja. Am Matthäus am letzten. Matthäus ist das oder was? Keine Ahnung. Kommt das von Matthäus wahrscheinlich, ne? Da ist Matthäus am letzten, da hilft auch keine Bibel mehr. Das. Ich wollte noch keine Fragen wegen Ladakh. Also ich meine, es ist ja schon sehr, sehr bald und ich habe echt keine Ahnung, ob ich dahin kann. Aber kannst du vielleicht dazu was sagen? Nee. Bisher so wenig, findet es statt wirklich? Ja, klar. Im Internet ist nur so kurze Note. Nee, da steht täglich Talk, Telefonnummer, ach so, Seva, Guesthouse. Ah ja, ach gut, okay. Meeting Point. Und machst du die Talks in einem Kloster oder so? Nö, im Guesthouse ist das. Im Guesthouse? Kloster. Kloster. Ja, wer weiß. Oder gehst du mit den Leuten mit? Keine Ahnung, das heißt, stellt sich vor Ort aus. Wird sich zeigen. Dafür muss man erstmal vor Ort ein. Es gibt ja keinen vor Ort Organisierenden.
Also kann man auch gar nicht wissen. Ich war vor 14 Jahren das letzte Mal da. Wer weiß, wie es jetzt da... Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich wird es dann Jeeps oder Busse und dann jetzt auf die... in die Milarepa Klosterschule. Milarepa. Wie war der schon wieder? Ja, es gibt da dieses Höhlenkloster. Das Höhlenmonastery, der Cave Monastery, da wo die ganzen Geister eingesperrt sind, die er damals von den der Naturreligion eingesperrt hat. Da fahren wir hin. Und da kann man die Geister besichtigen. Schauen wir mal, was dann passiert. Warte mal, warum die Tibeter immer so freundlich aussehen. Channel, brauchst du nicht channeln. Brauchst du nicht channeln. Gerade mal, warum die Chinesen da so reingerauscht sind nach Tibet ohne Gegenwehr. Weil alle Geister, also alle die Aggressionsgeister, alles was sie schützen können, das ist da in den scheiß Felsen eingemeißelt von den buddhistischen Milarepa da. Die haben gar keine Verteidigungsmöglichkeit. Stell dir vor, die würden wieder freigelassen. Dann geht aber die Post ab, sag ich dir. Auf einmal alle Tibeter auf Aufstand. Dann wird das Vietnam der Chinesen. Da werden wir dran arbeiten. Glaubst du an eingeschlossene Geister, die sich nicht mehr befreien können? Du wolltest was wissen, was du gerne hören wolltest. Und das ist doch für dich als Hexe und als Geisterbeschwörerin ein gefundenes Fressen. Jetzt sage ich schon mal, was du hören möchtest, und dann bist du wieder nicht zufrieden. Oder nicht? Jetzt gebe ich ihr Futter und dann sagt sie, glaubst du noch an Geister? Hast du das gehört? Naivität. Da brauche ich gar nicht testen. Da brauche ich nichts zu testen. Die ist... Absolut. Nativ. Nativ. Ja, nativ. Nativ, genau. Nah und tief, das nennt man nah und tief. Das ist nah, tief, das was du bist. Ganz nah und absolut tief. Native. Nah, tief. Hört sich doch auch gut an. Was bist du? Nah, tief. Mehr kommst du dir nie, weil du bist schon so nah, tief. Ein Aboriginal. Genau. Aber kein Aboriginal. Nicht immer aber, sondern Aboriginal. Hast ein Abo auf Sein und das ist unendlich. Darum ist ein Aboriginal. Beautiful. Was? Beautiful. Ja. Hab ich einen neuen Namen. Nicht nur ein Ur. Unendlich. Du bist nicht nur ein Ureinwohner oder bist der einzige Ureinwohner, den es nicht gibt. Und der einzige Ureinwohner braucht keine Uhr, damit er nicht weiß, wie spät es ist, weil er kennt gar keine Zeit. Ne? Das ist ein Aboriginal, der hat eh ein Dauerlos. Ein Abo im Theater. Für die ganze Saison. Und die Saison hat nie angefangen und hört nie auf. Ständig auf dem Balkon des Seins. Ratatazong, ab ist der Balkon. Gab es ein Lied damals. Jetzt rede ich Quatsch, merkst du es? Hört sich aber auch gut an. Wenn du es noch merkst, hast du nichts verstanden. Das hört sich auch gut an, ne? Wenn du merkst, dass ich dummes Zeug rede, hast du nichts verstanden. Wie immer. Kommt der unterscheidende Geist wieder. Ja, wo geht's hin? Wo geht's her? Rundherum. Hin und her. Ist nicht schwer. Da bin ich ganz hin und weggerissen. Ein Riss in der Landschaft. Rudi, wo bist du?
deine flache Uhr gerade angeschaut. Meine flache Uhr. Hat der eine flache Mann? Hat der einen Flachmann? Ein Uhrzeiger. Ja, musst du dir vorstellen. So kriegst du eine dumme Uhr von Miles & More für wie oft bin ich nach Amerika gerauscht, nach Indien oder irgendwo. Und das ist das Einzige, was übrig bleibt von dem Miles. Und dafür machst du so viel Aufstand, das Ding immer dabei zu haben, die Karte reinzustecken und dann beim Buchen schon immer die Nummer anzugeben, dann hast du so ein Scheißding irgendwann mal an der Hand. Dann schicken sie irgendwann eine E-Mail und sagen, ja, kaufen Sie lieber was ein, sonst verfallen Ihre schönen Meilen. Ha, ha, ha. Und dann denkt man, was macht man aus aller Verzweiflung? Kauft man sich eine Uhr. Und ist auch noch so schön flach. Ja, für ein Upgrade reicht es nicht, weil die Dinger, die du kaufst, sind nicht upgradefähig. Also die Billigtickets, die kannst du nicht upgraden. Mhm. Da ist echt keine Grete in Fisch. Die verarschen dich von vorne bis hinten, ich sag's dir. Dann doch lieber Miles Davis hören. Ja. Anstelle von Miles and Wally. Echt, 5 Jahre oder so. Nichts mehr zu legen. Es geht ja echt auf den Zeiger. Ist es vielleicht eine Rolex? Du. Nee, das wäre doch was. Nein, das ist zu hübsch. Eine Rolex. Eine Rolex. Eine Rolex. Ja, ist jetzt vielleicht cool. Watch. Ja. Das nennt man dann Swatch. In der Schweiz trägt kein Schweizer trägt Watch. Swatch. Das ist für die ein totales No-No. Bloß kein Swatch, das tragen ja nur die anderen. Wir tragen was Vernünftiges. Ne? Ich trage eine Swatch. Nein. Ich liebe Swatch. Nur weil du nie in der Schweiz gewohnt hast bisher. Ja, ich liebe die Schweiz nicht besonders. Also die Swatch ist auch okay für mich. Ja, für mich ist es auch okay, aber ich habe mit vielen Schweizern gesprochen, eine Rundfrage unternommen. Ist das so? Die tragen keinen Swatch. Gut. Das ist Proletenuhren für die. Ach so. Ah ja, gut. Ich bin immer eine sehr gute Schweizerin. Hm? Weiß nie, was ist da drauf? Was sagst du dazu? Nee, das war Sonderangebot. Ja. Aber Swatch trägt keiner. Nee. Das ist echt ein No-No. Keiner trägt Swatch. Kann ich natürlich ja stolz sein. Ja, stolz sein? Du bist ja gar keine Schweizerin mehr. Ibizenka oder sowas. Warst du lange auf Ibiza oder was? So 3 Jahre ungefähr mit Unterbrechen. Ja. Ja nicht so lange. Aber ich auch, war ich ein bisschen in Mallorca, in Gran Canaria längere Zeit. Ein bisschen an verschiedenen Orten. Immer unterschiedlich. Indien, am meisten in Indien, aber das ist ja noch lange her. Da bist du mit mehr hin. Ja, gibt es noch einen deutschen Nachschlag? Ja, jetzt ist der letzte Moment, wo man noch Deutsch zusammenreden kann. Wo man richtig Deutsch reden. Wo man Deutsch zusammenreden. Deutlich. Das sind die Deuter. Da kommen die Deutschen her. Oder Spermanen. Spermans. Die Germanen, weil Ger ist Sperr und dann sind es die Spermanen. Deutsch kommt auch von Teutonen, ne? Vom Teutoburger Wald, sind nur die Römer gesagt. Tedesco. Deutschen. Und die Alemannen sind ja nur da unten bei hier, Schweizer unten. Da gibt es ja gar nicht viele von. Ein paar Alemannen da. Ja. Ne? Ihr Alemannen seid ja nicht so viele. Gibt ja mehr Deutsche. Und Germanen. Gibt viel mehr als Alemannen. Die Baden-Badener. Machst du die MP3 bis morgen Mittag fertig? Ja? Die Deutsche? Befühlst du mir das gerade? Schlag, bitte.
Braucht jemand heute Abend die MP3 in Deutsch? Nein. Na gut, dann bis morgen Mittag. Vielen Dank. Jetzt mach mich nicht fertig. Danke, danke, sagt der Kranke. Warte noch einmal. Damit der Doktor froh.